Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, im Namen des Studentenfördervereins Gera e.V. heiße ich Sie heute Abend zu unserer Veranstaltung herzlich willkommen. Ganz besonders möchte ich begrüßen unsere Bundestagskandidatinnen und Kandidaten, die unserer Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns, Sie heute Abend ebenfalls hier begrüßen zu dürfen. Unser Thema des heutigen Abends und die Fragen, die wir an unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen wollen, ist: Was würden Sie für den Fall Ihrer Wahl in Berlin, für Gera im Allgemeinen und für Gera als Hochschulstadt in Berlin bewirken wollen und können? Zu diesem Thema werden wir hoffentlich heute Abend spannende und interessante Antworten bekommen. Vom Ablauf her möchte ich sagen, dass jetzt erst einmal die Podiumsdiskussion mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten beginnt und wir im Anschluss noch einen gewissen Zeitrahmen einräumen, um den Kandidaten selbst auch aus ihren Reihen Fragen stellen zu können. Ich freue mich, dass unsere Einladung tatsächlich so angenommen wurde und das Interesse an den Fragen, die wir heute stellen möchten, so groß ist. Ich bin tatsächlich ein bisschen überwältigt, dass selbst unsere Stühle wieder mal nicht ausgereicht haben. Begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Begrüße auch den an meiner Seite stehenden Herrn Dr. Mattes, der heute Abend als Diskussionsleiter und Moderator die Diskussion führen möchte. Herr Dr. Mattes, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft und dass Sie alle gekommen sind. Ich wünsche uns, dass wir viele, viele Antworten auf viele Fragen bekommen und heute Abend auf jeden Fall etwas schlauer nach Hause gehen, als dass wir hierher gekommen sind. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich und wünsche Ihnen eine spannende Diskussion und einen schönen Abend. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mir kommt es zunächst zu Ihnen, die Kandidatinnen und Kandidaten, die hier vorne dankenswerterweise Aufstellung genommen haben, vorzustellen. Das sind die Kandidaten, bis auf eine Ausnahme, zu der komme ich gleich, des Wahlkreises 194 für die Bundestagswahl. Das ist der Wahlkreis Altenburg-Gera-Greiz. Neuer Zuschnitt, das werden wir noch besprechen, denke ich. Ich begrüße zunächst Herrn Volkmar Vogel, Mitglied der CDU, Jahrgang 1959, wohnhaft in Kleinsaha, Diplom-Ingenieur. Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2002, dort derzeit im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Verkehr und digitale Infrastruktur. Mein Gruß gilt Frau Elisabeth Kaiser, SPD-Mitglied, Jahrgang 1987, wohnhaft in Gera, studierte Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin, derzeit Pressesprecherin der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag. Ich begrüße recht herzlich Herrn Frank Tempel von der Partei Die Linke, Jahrgang 1969, wohnhaft in Saara, Altenburger Land, Kriminalbeamter, Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2009, dort derzeit stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses, stellvertretendes Mitglied im Gesundheits- und Sportausschuss sowie Mitglied im Gremium nach Artikel 13 Absatz 6 Grundgesetz. Wer dazu was wissen will, kann ihn dann hinterher fragen. Mein Gruß gilt ganz herzlich Frau Katja Grosch, Mitglied der FDP, Jahrgang 1970, wohnhaft in Erfurt, selbstständige Kosmetikerin, Bundesvorsitzende der liberalen Frauen. Mein Gruß gilt ebenso Herrn Andreas Lepps von Bündnis 90 Die Grünen, Jahrgang 1974, wohnhaft in Weimar, Historiker und derzeit Büroleiter der Landtagsabgeordneten Astrid Rothe-Beinlich in Erfurt und Gera. Und schließlich gilt mein Gruß einem, der in einem anderen Wahlkreis kandidiert, nämlich in dem Wahlkreis, wo die Spitzenkandidaten in Thüringen kandidieren, in dem Wahlkreis, wo Erfurt unter anderem drin ist, Herr Stefan Brandner, Mitglied der AfD, Jahrgang 1966, wohnhaft in Gera, Rechtsanwalt, Mitglied des Thüringer Landtags seit 2014 und derzeit dort der Vorsitzende des Ausschusses für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Wir wollen die Diskussion in drei Runden führen. Die erste Runde soll sich befassen mit dem Thema, was man in Berlin erreichen kann und erreichen will für den Standort Gera. Und beginnen möchte ich ganz allgemein mit dem Standort Gera und mit den zwei Bundestagsabgeordneten, die schon im Bundestag sitzen, nämlich mit Herrn Vogel über 15 Jahre und mit Herrn Tempel über 8 Jahre sind Sie in Berlin zugange. Und die Frage deshalb an Sie, zunächst Herr Vogel: Was haben Sie denn für Ostthüringen, für Gera, für diesen Standort bisher im Bundestag
erreicht. Herr Dr. Mattes, als erstes die Frage, wie lange darf ich reden? Weil ich will natürlich auch nur die Zeit in Anspruch nehmen, die den anderen Kollegen zur Verfügung steht. Also, es ist ganz einfach. Herr Tempel geht genau in 2 Stunden minus 4 Minuten. Okay. Und die restliche Zeit werde ich so einteilen, dass ich mir erlaube, Sie zu unterbrechen, wenn Sie zu lange geredet haben. Ja. Herr Vogel, was haben Sie für Ostthüringen getan? Ja, also ich will gar nicht so sehr an die Vergangenheit schwelgen, sondern will vielleicht eher sagen, was ich auch in Zukunft tun will. Und ich muss sagen, ich freue mich erstmal über die große Teilnahme hier heute. Und was ich auch vielleicht wir alle hier, die wir unterwegs sind, was ich auf jeden Fall machen will, wir müssen überall, wo wir sind, egal in Berlin oder anderswo, über unsere Stadt gut reden. Und zwar, wir können auch gut reden. Wir haben viel in den vergangenen Jahren geschafft, darauf können wir stolz sein. Und da sollten wir auch nicht so bescheiden sein, sondern sollten das nach außen tragen. Und ich würde mir wünschen, die Spiegelredakteure, die da diesen Artikel geschrieben haben, schade, dass keiner von denen heute hier ist und vielleicht ein paar Fotos macht und sich an der Diskussion beteiligt. Weil wenn wir gerade den Hochschulförderverein hier sehen, das ist bürgerliches Engagement, wie es besser nicht sein kann und was dazu beiträgt, dass wir hier in Gera auch eine gute Perspektive haben. Ich will von der Vergangenheit nicht viel reden. Ich will eigentlich zum einen beginnen, klar mit der Bildung, obwohl das nicht mein Fachgebiet ist. Aber da freue ich mich, dass es mir gelungen ist, im Deutschen Bundestag mit anderen Fachkollegen zusammen für das Rotuneum, für das Goethe-Gymnasium immerhin 2,8 Millionen Euro Bundesmittel für die Grundsanierung, für den Ausbau dort zu bewerkstelligen. Das war nicht einfach und ich muss sagen, das war eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, mit der Frau Dr. Hahn und den anderen, weil insgesamt dieses Programm ist nur mit 50 Millionen ausgestattet gewesen und bei 2,8, das ist schon in gewaltiger Batzen. Wir haben das eigentlich so gemacht, dass wir das in mehrere Abschnitte geteilt haben und auf die Art und Weise sind wir zum Zuge gekommen. Was mir genauso am Herzen liegt, ist die Ostschule und ich sage es auch, beide Gebäudeensemble, die sind stadtprägend. In der Innenstadt des Rotuneum sowieso. Und wenn man oben die Karl-Liebknecht-Straße hochfährt und die Ostschule sieht, dann ist das auch erstens mal von der Tradition her und auch vom Baukörper etwas, was man unbedingt unterstützen muss und dabei natürlich auch etwas für die Einrichtung und für die Schüler tut. Der Bund hat einen Fonds aufgelegt von insgesamt 7 Milliarden. Der ist geplant für Sanierung und Grundsanierung von Schulen innerhalb von Städten und Gemeinden, die in finanzieller Not sind. Und deswegen ist es für mich aha und deswegen auch werde ich mich dafür einsetzen, dass entweder die Ostschule oder wenn die nicht, dann eine andere Schulen in Gera zum Zuge kommen, damit aber die finanziellen Mittel für die Ostschule auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Des Weiteren, Sie wissen, ich bin im Verkehrsbereich, Mitteldeutschland-Verbindung lag mir immer am Herzen. Ich habe das über Jahre begleitet. Ich kann mich noch erinnern an das Jahr 2003, 2005, als die Strecke komplett aus dem Bundesverkehrswegeplan rausfliegen sollte. Es waren übrigens damals die Grünen und auch die Linken, die dabei unterstützt haben und wo schlussendlich ein fast fraktionsübergreifender Antrag zustande kam, dass das weitergeht. Ich glaube, es ist jetzt auf gutem Weg und es ist so gut wie entschieden, dass wir die Zweigleisigkeit kriegen. Damit steht die nächste Aufgabe vor uns, nämlich der Fernverkehr. Neben dem Fernverkehr als solchen ist mir vor allen Dingen daran gelegen, dass wir fernverkehrsunterstützenden Nahverkehr hinkriegen, weil machen wir uns nichts vor. Wirtschaftlich hier in Gera Fernverkehr zu fahren ist schwierig, aber wenn man mit Unterstützung des Landes ein Stück weit auch den Nahverkehr zwischen Gera und Erfurt mitbedient und dann die Strecke weiterführt, dann ist das eine interessante Option und sollte meiner Meinung nach so bald als möglich, wenn der Knoten Erfurt jetzt im Dezember fertig ist, dann auch in Angriff genommen werden. Und das liegt mir dabei auch am Herzen, man muss auch dann darüber nachdenken, dass wir in Gera entweder am Bahnhof oder an der Heinrichstraße auch die Frage von Carsharing und dergleichen weiter bearbeiten. Wir haben die Diskussion um den Diesel, das ist eine gute Ergänzung zum ÖPNV, den wir an den Stellen nehmen können. Und lassen Sie mich, wenn wir über Standort Gera sprechen, auch noch eine sagen, weil wir alle bewerben uns ja auch für Altenburg und Greiz. Wir sollten unsere Stadt auch nicht so eng in den Stadtgrenzen sehen, sondern auch darüber hinausschauen. Und da ist es mir wichtig, dass halt auch die Ortsumgehungen, die wir in Groß-Ebersdorf, Riesnitz, Burgersdorf haben, damit es hier zügig vorangeht, weil da fahren auch viele Gersche in der Richtung. Oder wenn wir die B92 nehmen und die Unfallstellen, die wir haben mit der Fortuna oder in Hohenölzen, hier bin ich in engem Gespräch auch mit der zuständigen Straßenverwaltung, dass wir in dem Bereich entweder einen Kreisverkehr wie gewünscht hinkriegen, oder vielleicht eine Brücke, die dafür sorgt, dass wir hier niveaufreien Verkehr haben.
Und im Übrigen, liebe Gera, und damit möchte ich an der Stelle erstmal schließen, ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen Gera und den umliegenden Orten und den beiden Landkreisen, die können wir weiter verstärken. Da müssen wir Gera nicht zusammenschmeißen und die Kreisfreiheit aufgeben, müssen wir auch nicht unbedingt Gebietsreform machen. Aber ich werbe sehr dafür, dass man die kommunale Zusammenarbeit pflegt und ausbaut, besser als das in der Vergangenheit war. Ich war selber Geschäftsleiter vom Abfallwirtschaftszweckverband und ich denke, uns und meinen Nachfolgern, die das weitergemacht haben, ist das sehr gut gelungen und das können wir an anderer Stelle auch machen. Vielleicht noch Diskussion dazu mehr. Danke. Schönen Dank. Schönen Dank an Herrn Vogel. Da werden wir uns immer dran gewöhnen, dass jetzt immer bei jedem Beifall kommt. Nicht neidisch sein. Herr Vogel, ja, das war so zu erwarten, was Sie gesagt haben. Ihr Spitzname ist der Zugvogel, wissen Sie. Und da haben Sie natürlich jetzt schon in der Vergangenheit was geleistet. Jetzt kommt nicht der Spitzname von Herrn Tempel, sondern das Statement. Was haben Sie denn bisher getan hier für die Gegend? Ja, also da kann ich mich, das wird jetzt überraschend, direkt an Volkmar Vogel anschließen. Denn es ist gar nicht so konträr, wie man immer glaubt. Und es gibt durchaus Themen, wo man fraktionsübergreifend sehr gut zusammenarbeitet. Das macht auch Sinn, weil einfach man in der Opposition seine Möglichkeiten hat, in den Regierungsparteien seine Möglichkeiten hat. Ich denke, das war, wenn alles gut geht, auf jeden Fall zu dritt auch das entsprechend dann machen werden. Weil das sehr wichtig ist für eine Fraktion, wenn es zum Beispiel um die Verkehrsprojekte geht, die Volkmar gerade aufgezählt hat, also den Autobahnanbinder, die Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung, dann ist es durchaus möglich, als der Opposition permanent zu stänkern, nachzubohren, zu fragen, woran hakt es denn, aber gleichzeitig auch natürlich in der Regierungsverantwortung in einer Regierungsfraktion entsprechend dann auch natürlich die entsprechenden Mehrheiten dahinter zu bringen und Druck dahinter zu bringen, dass etwas passiert. Denn man muss auch wissen, selbst Volkmar war lange im Verkehrsausschuss auch, es gibt kein Gremium, wo man direkt festlegen kann, dieses Projekt oder jenes Projekt wird finanziert oder hält Vorrang. Wir können Rahmenbedingungen festlegen, wir können auch Budgethöhen festlegen in Haushaltsverhandlungen und Ähnliches. Aber letztendlich ist es ein langes Bewegen von Mühlen der Verwaltungsmechanerie, um entsprechend da auch etwas zu bewerkstelligen. Und dann ist es sehr klug, wenn die Abgeordneten einer Region auch zusammenarbeiten und da jeder seine Möglichkeiten nutzt, um ein entsprechendes Thema durchaus vorbeizubringen. Da müssen die anderen gar nicht merken, dass man sich darüber auch unterhält. Aber wir machen das natürlich und denke ich, dass wir das auch in Zukunft so fortsetzen können. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Baustellen. Also ich sitze nicht in den Ausschüssen, wo es um irgendwelche Baufinanzierungen geht oder Projekte geht. Ich bin der Sicherheitsexperte meiner Fraktion, deswegen muss ich heute Abend auch weg, weil es noch um eine andere Sendung geht, um die Aufzeichnung dafür. Aber auch da hat man ja mit den Themen zu tun, die in der Region zu tun haben. Also das Thema Sicherheit ist natürlich auch in Gera ein Thema. Auch die Situation der Polizei, der Sicherheitsstrukturen. Ich bin im Gesundheitsausschuss für die Sucht- und Drogenpolitik verantwortlich meiner Fraktion, auch bundesweit. Aber auch da gibt es Problemlagen, die natürlich hierher gehören, die natürlich auch was mit einer guten Ausbildung, mit einer guten medizinischen Ausbildung, mit einer Fachausbildung zu tun haben, mit verschiedenen Studienrichtungen, wo wir sehr viel Forschung auch brauchen, die vielleicht auch klugerweise da angesiedelt werden können, wo bestimmte Problemlagen dann auch dominant auftreten. Also da, wo die Nähe ist. Dann brauchen wir natürlich Rahmenbedingungen. Ich bin im Innenausschuss, wo ich stellvertretender Vorsitzender bin, auch zuständig für den gesamten Bereich des öffentlichen Dienstes. Dazu gehört natürlich auch prekäre Beschäftigung, gerade im Hochschulbereich. Also gerade dort haben wir ja die Situation, dass an sehr vielen Hochschulen immer nur befristete Verträge sind. Das macht natürlich nachhaltiges Lehren auch sehr schwierig. Etwas, was der Deutsche Beamtenbund uns immer wieder anträgt, die DGB-Gewerkschaften und Anträgen, dass gerade hier die Situation einer langfristigen Planung im Hochschulbereich sehr erschwert wird. Dann ist natürlich auch die Frage des sozialen Hintergrunds sehr wichtig. Wer kann studieren, wer kann es nicht? Wir haben eine Region, wo 50% momentan, das sind Hochrechnungen, die man der Bertelsmann Stiftung entnehmen kann, 50% derer, die Vollzeit beschäftigt sind, in die Altersarmut gehen. Also Niedriglöhne spielen hier eine Rolle. Das heißt natürlich auch, Bildung hat etwas auch mit dem Einkommen auch der Eltern zu tun. Es ist ein Standortfaktor ganz einfach auch mal für uns. Wir wissen, dass ein Großteil der Studenten in Gera hier aus Mitteldeutschland kommt, hier auch in der Regel bleiben soll oder bleiben will. Das heißt also auch, das soziale Umfeld hat etwas mit den Möglichkeiten einer Region, sich als Hochschulstandort zu entwickeln, zu tun. Da versuchen wir natürlich entsprechend etwas zu machen. Das hat auch was mit der Binnenmarktentwicklung zu tun. Unternehmen, die, es ist ja eine duale Ausförderung, die wir größtenteils haben. Das heißt auch, wir brauchen Unternehmen, die sich weiterentwickeln können, die sich auch expandierend bewegen können, also auch zusätzlich Personal brauchen, das ausbilden wollen, das örtlich nah ausbilden wollen. Das heißt, wir brauchen Geld im Umlauf.
Das hat was mit den Einkommen der Menschen zu tun. Also nur wenn Geld tatsächlich im Umlauf ist, dann haben wir auch Menschen, die Geld ausgeben. Also das ist schon etwas für den Standortfaktor, was da sehr wichtig ist. Und das sind dann natürlich eher meine Spezialfelder, wo ich dann nachgucken werde, was wir da machen können. Das geht bis hin auch zu BAföG-Anträgen zum Beispiel. Ich habe 2015 mit einer Kollegin Gulke bei uns in der Fraktion zum Thema BAföG einen Antrag gemacht. Wir haben einen Antrag geschrieben zur Aufhebung des Kooperationsverbotes. Es gibt ja einige Punkte, wo dieses Kooperationsverbot umgangen wird. Ja. Aber das sind so die Möglichkeiten, wo ich sage, halt jeder hat entsprechend seiner Ausschusstätigkeiten natürlich ganz unterschiedliche Arbeitsfelder, aber auch Möglichkeiten. Schönen Dank. Mich stimmt das ja optimistisch, wenn der Frank mit dem Volkmar redet, dann ist das ja für die Region nicht unbedingt nachteilig. Ja, das ist gut, das ist gut. Demokratie mit Vornamen, sehr gut. Nicht in der Debatte, nur davor oder danach. Aha, okay. So viel Disziplin muss sein, haben wir gelernt. Frau Kaiser, als Sie für Ihre Partei antraten, um sich für das Bundestagsmandat zu bewerben und auf den vorderen Plätzen da ja auch gelandet sind, bei der Bewerbung Platz 2, insofern weiß ich gar nicht, wenn Herr Tempel die 3 nennt, die es schaffen werden, ob Sie da gemeint sind oder jemand anders. Da haben Sie in der OTZ vom 3. November, und die OTZ wird heute 3-mal zitiert, als Heimatzeitung Folgendes gesagt. Ostthüringen spielt in Erfurt kaum eine Rolle. Ende des Zitats. Nun sage ich mir, als Mitarbeiter der SPD-Fraktion müssen das ja wissen, wie das mit Ostthüringen ist. Wie wird es denn, wenn Sie in den Bundestag kommen? Was wollen Sie tun, dass Ostthüringen, dass Gera eine größere Rolle spielt? Ja, also wir haben es ja eigentlich schon gehört, wie, was gerade schon gesagt wurde. Es ist, ich habe es, wie gesagt, Sie haben es zitiert, in Erfurt schon der Fall, wenn man sagt, na, ich bin aus Gera, ach so, ist ja trotzdem eine gute oder eine tolle oder so. Oder da denke ich immer, woher diese Vorurteile eigentlich kommen. Und da merke ich auch, dass da großer Nachholbedarf ist, was das Image der Stadt angeht und auch das Image der Region. Und neulich war auch in der OTZ ein sehr schöner Kommentar von einem Journalisten aus Mitteldeutschland, der gesagt hat, ich habe Ostthüringen für mich entdeckt. Eine tolle Landschaft, tolle Menschen, sehr engagiert, herzlich. Ich habe mich hier wohlgefühlt. Und das macht mich natürlich stolz auf meine Heimat auch. Und ich finde, das wird viel zu wenig gesehen. Und natürlich wird es darauf ankommen, dass man nicht als Einzelkämpfer in Berlin versucht, zu allen zu erzählen, Ostthüringen ist toll und ihr müsst alle hierher kommen und ihr investieren und eure Politik danach ausrichten. Natürlich geht es darum, Allianzen zu schmieden. Und da muss man auch manchmal über Parteigrenzen hinwegsehen. Ist ja ganz klar, es wurde ja auch schon deutlich angesprochen. Und auch in der eigenen Partei, da gibt es die Ostländer, da gibt es die Westländer, jeder hat seine Interessen. Aber da müssen wir gucken, dass wir stark sind und uns durchsetzen, gerade wenn es um Regionalisierungsmittel geht, gerade wenn es um den Bundesverkehrswegeplan geht. Die Mitte-Deutschland-Verbindung wurde angesprochen. Dank Carsten Schneider haben wir das bekommen, das hat er umgesetzt. Und ohne ihn wäre es nicht gegangen. Aber da möchte ich auch sagen, es reicht nicht nur, die zu elektrifizieren. Wichtig ist auch die Taktung, denn wir sollen ja auch schnell und häufig hier hin und her fahren können, weil es oft auch so ist, dass gerade wenn wir sagen, wir wollen junge Leute, die in Jena vielleicht studieren, auch eher zum Wohnen hier auch nach Gera bringen, dann möchten die natürlich auch abends in späten Stunden noch den Weg von Jena nach Gera fahren und umgedreht. Und auch früh morgens und das relativ zügig. Also das ist also auch, wo wir dran arbeiten müssen. Und ansonsten, denke ich, gibt es noch viele weitere Punkte, die auch schon angesprochen wurden, was man in Berlin machen kann, um hier die Region auch aufzuwerten. Das ist zum einen natürlich die Regionalförderung, dass man auch die Mittel eben reingibt. Die Verkehrsumgehung wurden angesprochen, der Schulbau auch. Und da sollen auch die Hürden noch weiter gesenkt werden, dass hier investiert werden kann in Schulsanierung. Zum einen, dass man die Grenzen nicht so hoch setzt, was jetzt eigentlich die Bedingungen sind, um die Schulen so sanieren zu können, das Programm noch weiter auszudehnen. Und zum anderen aber auch, dass man das Kooperationsverbot locker, das haben wir ja schon angesprochen, dass man auch der Bund auch bei anderen Fragen, was das Thema Bildung angeht, investieren kann und auch im Wörtchen mitzureden hat. Weil ich finde persönlich, diese Kleinteiligkeit, dieser Föderalismus im Bildungssystem hat uns bisher nicht gut getan. Und ich finde schon, das sollten wir wieder vereinheitlichen zum Teil, dass man auch die Flexibilität zwischen den Bundesländern vereinfacht. Weil viele sind weggegangen, haben woanders eine Arbeit gefunden, überlegen aber in ihre Heimat zurückzukommen, haben aber Angst, dass ihre Kinder hier in der Schule nicht mehr mitkommen und keinen Anschluss finden. Und deswegen finde ich, dass das Bildungssystem grundsätzlich Reformbedarf hat und das auch reformiert werden muss. Und zum anderen, was mir auch sehr wichtig ist, und das ist auch mein Schwerpunkt, wo ich gerne auch mich in Berlin engagieren möchte, auch in dem entsprechenden Ausschuss, das ist das Thema Familienpolitik und vor allen Dingen Entlastung von Familien.
Denn wie oft erleben wir es denn, dass manche Frauen zum Beispiel schuften gehen müssen, mehrere Jobs machen, nebenbei aber noch Kinder betreuen und noch einen Angehörigen pflegen müssen und trotzdem nicht wissen, wie sie das übereinbekommen. Entweder gehen sie weniger arbeiten, dann fehlt aber das nötige Kleingeld für den allgemeinen Lebensstandard, um den zu halten. Auf der anderen Seite, wenn man ganz viel arbeiten geht, kann man eben diese Pflege- und Familienzeit, Arbeitszeit gar nicht leisten. Deswegen wollen wir als SPD die auch entlasten und auch dafür sorgen, dass das vereinbar ist miteinander und da eben auch weiter vorangehen. Ja. Gut, ja. Das waren einige Punkte. Ich denke, es gibt noch einige mehr. Das glaube ich gern. Ich will aber übergehen und Frau Grosch die Frage stellen. Frau Grosch, Ihre Partei, die FDP, schickt eine Erfurterin in Gera ins Rennen. Mutig. Nun mag das Vor- und Nachteile haben, nämlich in der Hinsicht, dass Sie vielleicht die Details nicht so kennen, was die Befindlichkeiten betrifft, aber Sie haben vielleicht einen Außenblick auf Ostthüringen und auf die Stadt Gera insbesondere. Was geht bei Ihnen ab, wenn Sie Bundestagsabgeordnete sind? Also erstmal, Frau Kaiser, ich habe in Erfurt noch nie mitbekommen, dass man die Gera mit irgendwelchen Vorurteilen sozusagen belegt. Also kann ich Ihnen jetzt ganz ehrlich nicht sagen, diese Erkenntnis. Wir wollten die Diskussion mit dem Publikum hinten dranhängen, aber unterschiedliche Wahrnehmungen, glaube ich, führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Was passiert, wenn Sie im Bundestag sitzen? Was passiert, wenn ich im Bundestag sitze? Als erstes mal muss ich sagen, Sie haben komplett recht. Ich habe einen komplett vorurteilsfreien Blick auf Gera und Ostthüringen, weil ich nun mal aus Erfurt bin. Und ich muss sagen, ich bin nun die letzten Wochen jetzt viel hier unterwegs gewesen und muss sagen, es ist eine ganz tolle Gegend. Gera ist sehr, sehr schön, aber man hat mir mehr als einmal gesagt, die Gera sind vielleicht ein bisschen so in sich verschlossen oder ich will es, aber ich muss sagen, ich kann das nicht bestätigen. Ich habe sehr, sehr viele nette, offene Menschen kennengelernt und der zweite Punkt ist, es wurde natürlich jetzt schon alles gesagt, ne? Also Mittelstreckennetz, wir als FDP zum Beispiel legen sehr, sehr viel Wert, unser ganz großes Thema ist das Thema Bildung. Und wir wollen zum Beispiel auch das Thema Digitalisierung, man kann es miteinander verknüpfen, weil das Thema Digitalisierung, hat hier noch keiner genannt, ist ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt, also gerade jetzt auf dem Weg durch Ostthüringen, ist es mir ganz oft vorgekommen, mein Handy in die Hand genommen, scheiße, kein Empfang. Ja? Ganz ehrlich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wie will man die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Beispiel fördern, junge Familien vielleicht aufs Land bekommen, in Homeoffice bringen, ja? Wenn sie nicht mal zu Hause sitzen können und eine Stunde brauchen, um eine A4-Seite über den Äther zu schicken. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema Digitalisierung logischerweise. Und ja, die regionalen Themen, ich wiederhole mich eigentlich ungern, sind hier alle schon genannt worden. Also, okay, ne? Danke. Ja, sehr gern. Dankeschön. Herr Brandner, die Frage an Sie. Ich dachte, der Grüne darf noch vor mir. Ja, die AfD macht es andersrum als die FDP. Also sie schicken eine Erfurterin nach Gera und wir haben Gera nach Erfurt geschickt. Mal schauen, was die bessere Idee war. Die Ausgangsfrage war ja, was wir für Gera getan haben und tun können. Also ich wohne seit 20 Jahren in Gera und was kann ich Ihnen sagen, was ich für Gera getan habe? Ich zahle durchgehend seit 20 Jahren hier in Gera meine Steuern. Ich konsumiere durchgehend seit 20 Jahren in Gera. Ich habe mein Haus in Tinz seit mehreren Jahren schon mehrfach mit Gera-Firmen renoviert. Also ich sage mal, da habe ich aus der Sicht des Gera-Einwohners, des Gerschen schon fast so, schon einiges für die Stadt getan. Politisch ist die Frage, was haben wir da getan im Landtag? Ich war der einzige Gera-Landtagsabgeordnete, der von vornherein gesagt hat, Gera muss kreisfrei bleiben. Zumindest aber genauso behandelt werden wie Jena. Bei dieser Gebietsreformdebatte, da war ich der Einzige auf weiter Flur aus Gera. Wir haben es letztendlich dann als Opposition erreicht, dass es dabei blieb. Was ich mir für Gera vorstelle, ist natürlich schwierig, als Vierter dann so nach einer halben Stunde neue Aspekte reinzubringen. Aber ganz wichtig ist mir, dass diese Sache, die Idee mit der Kulturhauptstadt oder mit der Kulturstadt für Europa, dass die auf jeden Fall weiter verfolgt wird und zwar richtig angegangen wird. Wir haben erlebt, wie schwierig das mit der Buga 2007 war.
die in die Spur zu setzen. Das gab ja auch sehr viele Unkenrufe und Leute, die das nicht wollten. Am Ende wissen wir alle, es war ein Bombenerfolg. Und wir haben einen wunderschönen Park da jetzt, der auch in der Nachnutzung extrem gut angenommen wird. Und ich meine auch, was diese europäische Kulturstadt angeht, das muss auch angegangen werden, und zwar mit richtig Herzensblut. Und da ist natürlich auch Berlin natürlich ein gutes Pflaster, um das in Angriff zu nehmen. Auch wenn es nichts wird. Es muss ja nichts werden. Aber alleine mal sich darauf zu besinnen, wo die Vorteile von Gera sind, um das mal im Rahmen der Vorstellung der europäischen Kulturstadt zu machen, das ist, glaube ich, schon viel Arbeit wert. Und das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt sein. Dankeschön. Jetzt sind wir bei Herrn Leps. Herr Leps hat am 3.4.2017 sich stark eingesetzt, als Bündnis 90 Die Grünen den Wahlkampf so ein bisschen für sich eröffnet hat, für die Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Bahn. Das kann man ruhig nochmal sagen, auch wenn die anderen das schon gesagt haben. Was gibt es außerdem aus Ihrer Sicht und aus Sicht Ihrer Partei? Ja, Dr. Mattes, das kann man und muss man noch mal erwähnen. Ich bin auch begeistert, dass sämtliche anderen hier vorne unsere grünen Themen aufgegriffen haben und eben sich sehr auf die Mitte-Deutschland-Verbindung konzentrieren wollen. Das ist gut so. Als ich Parteimitglied geworden bin, mein erster Wahlkampf war 1999, und in der Tat, seitdem mache ich in jedem Wahlkampf, jedes Jahr erneut, weisen wir darauf hin, die Mitte-Deutschland-Verbindung, die ist nicht nur für Gera wichtig, die ist für die ganze Region wichtig, die ist auch, das ist die zentrale Strecke durch Thüringen, von Eisenach mindestens bis nach Gera, eigentlich bis nach Altenburg. Wenn die zweigleisig ausgebaut ist und elektrifiziert, dann kriegen wir sowas wie einen S-Bahn-ähnlichen Verkehr hin, und dann dauert es nicht mehr 2 Stunden von Altenburg nach Gera, sondern vielleicht schaffen wir das mal in 1 Stunde. Das ist immer noch nicht ganz so schnell wie von Altenburg nach Leipzig, aber das hat Potenzial, deswegen ist es ein allererster Punkt, den wir angehen müssen. Ich hoffe, dass wir da auf einem guten Weg sind, das auch zweigleisig und elektrifiziert zu machen. Momentan ist nur das Elektrifizierte klar. Was muss man noch in Gera tun? In Berlin für Gera tun? Ich glaube, das ist schon so. Ich bin ja gelegentlich in Erfurt, auch im Landtag. Das ist, der Eindruck täuscht nicht. Ach, du hast doch in Gera zu tun. Ja, du Armer. Ich wohne seit 23 Jahren in Weimar, bin dort auch sehr gern, und seit 5 Jahren betreue ich hier das Büro in Gera. Wenn ich jetzt sage, es ist ein Kulturschock, dann nehmen Sie mir das wahrscheinlich übel, aber am Anfang, als ich vor 5 Jahren das erste Mal hierher gekommen bin, vom Bahnhof in die Heinestraße gelaufen bin, da habe ich gesehen, Gera hat in manchen Ecken großes Potenzial und in manchen Ecken auch noch Nachholbedarf. In den letzten 5 Jahren habe ich Gera so nach und nach für mich entdeckt. Ich fahre jetzt mit Leidenschaft zum Beispiel nach Greiz, obwohl das war immer schon eine halbe Weltreise wieder ist, durch schöne Elstertal. Das hat schon großes Potenzial. Was muss gemacht werden? Das Allerwichtigste, was wir auch in unserer täglichen Arbeit so wahrnehmen, ist die Imagepflege. Gera hat ein schlechtes Image. Aus verschiedenen Punkten setzt sich das zusammen. Einen Punkt will ich gleich mal so hier in die Runde sagen, was mir so auffällt. Wenn man am 1. Mai hier eine Nazi-Demonstration unbedingt durchziehen lassen will und dann aber als Stadtverwaltung in Kauf nimmt, dass die gegen ihre Auflagen verstoßen, indem sie sich uniformieren und mit Pyrotechnik durch die Stadt laufen, dann geht das nicht. Dann muss man als Stadtverwaltung einschreiten. Tut man das nicht, sorgt man für ein schlechtes Image, für einen schlechten Ruf. Und das ist das, woran Gera vor allem schadet. Und das ist das, woran sowohl in Erfurt als auch in Berlin gearbeitet werden muss. Also die Abgeordneten, die in oder für Gera oder aus Gera wirken, müssen genau dafür sorgen, dass es hier Fürsprecher gibt und dass auch die Stadtverwaltung darauf achtet, dem Image von Gera nicht zu schaden. Das ist der ganz wesentliche Punkt. Dankeschön. Also ich muss da einmal widersprechen. Wenn ja alle Gera schlecht machen, ich bin freiwillig vor 20 Jahren von München nach Gera gezogen und ich habe keine Minute bereut, nach Gera gezogen zu sein. Gera hat kein schlechtes Image, Gera hat ein Problem, nicht allgemein bekannt zu sein. Aber jetzt hier aus ein, zwei Sachen ein schlechtes Image deutschlandweit zu konstruieren, das ist echt eine Frechheit, was Gera angeht, muss ich sagen. Gera ist eine liebenswerte, ganz tolle Stadt, die auch immer schöner wird. Es dauert natürlich ein bisschen, weil wir jetzt hier nicht gerade die Großindustrie haben und die großen Steuerzahler, aber kleine Steuerzahler haben wir ja. Es wird schon, es wird immer besser. Also Gera hat den schlechten Ruf, den Sie hier oben auf dem Podium verbreiten, nicht verdient. Schauen wir mal, wie wir durch Taten den Ruf noch verbessern. Ausgehend wahrscheinlich der eine so und der andere so, was den Ruf derzeit betrifft. Ich will Runde 2 eröffnen, Hochschule. Hochschule, Gera, Hochschulstadt. Ich denke, Gera ist auf dem Weg zur Hochschulstadt
Und von daher ist natürlich zu überlegen, wie die einzelnen Kandidaten und wie auch ihre Parteien das Thema angehen. Ich beginne bei Herrn Vogel. Und da kann man lesen, wenn man sich mit den Parteiprogrammen, mit den Wahlprogrammen beschäftigt, bei der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Zitat, Schulbildung ist nach Ordnung des Grundgesetzes Ländersache und wird es bleiben, Ende des Zitats. Und damit haben Sie ja die Chance, was zu sagen, Herr Vogel. Denn wenn es nicht weitergehen würde, wäre ja Ende Gelände. Denn dann wäre das ja ein Thema für den Landtag, was hier mit den Hochschulen passiert und nicht für den Bundestag. Also, Herr Vogel, wie geht's denn weiter? Ja, ein Stück weit ist das schon so, aber trotzdem kann der Bund natürlich was tun. Ich hatte es vorhin bei der Bildung schon erläutert, das Kooperationsverbot, das es gibt, also dass der Bund in direkte Finanzbeziehungen zu den Kommunen treten darf, ist ja zumindest im Bereich der Bildung teilweise aufgehoben, wenn ich an die 7 Milliarden erinnern darf, die für die Sanierung von Schulen vorgesehen ist in Städten und Kommunen, die in finanziellen Nöten sind. Ähnliches haben wir auch im Baubereich mit der Städtebauförderung gemacht, wo für Städte, die in finanziellen Nöten sind, der Förderbetrag, den der Bund dazu gibt, erhöht werden kann bis auf 70%. 30% muss man kofinanzieren durch das Land und halt durch die zuständige Gemeinde. Also man kann dann bis weit über 90% tatsächlich die Förderung durchreichen. Das am Rande. Aber zurück zur, es geht ja um den Hochschulstandort. Und ich muss eine sagen, und deswegen, also ich sage wirklich, wir können Gera stolz sein, weil, lassen Sie mich ausholen, die 100.000 Leute, die wir hier in Gera wohnen haben, das sind Gersche, die wohnen hier. Wenn man in Jena sagt, mal alle Studenten zu Hause bleiben, mal alle Forscher, die an Projekten mitarbeiten, zu Hause bleiben, da bleiben meiner Meinung nach so vielleicht mal so 60.000, 70.000 übrig. Und deswegen ist meine Vision, die ich habe, dass wir in Gera irgendwann mal wieder 130.000 Einwohner haben. Und wenn wir dann sagen, mal Studenten der dualen Ausbildung, alle die, die hier am SAH und an der dualen Hochschule arbeiten, raustreten, dass dann vielleicht 15.000 oder 20.000 dann tatsächlich mal zu Hause bleiben müssten, rein theoretisch. Also das ist meine Vision, die ich verfolge. Und warum? Weil ich glaube, Gera hat sich, was die Hochschulausbildung angeht, hier auf den richtigen Weg gemacht. Und ich muss sagen, das, was auch der Herr Udecht damit auf den Weg bringt, verfolgt und konsequent fortsetzt, ist der richtige Weg. Wir sollten uns nicht messen mit Universitätsstädten, mit der allgemeinen universellen, mit den allgemeinen universellen Studiengängen, sollten nicht darum kämpfen, da vielleicht ein Stück weit von diesem Kuchen, der ja zum großen Teil innerhalb der Bundesrepublik verteilt ist, nun in Größenordnung abzugeben. Wir sollten auf die Studiengänge setzen, die zukunftsträchtig sind. Und das sind meiner Meinung nach wirtschaftsnahe Studiengänge, duale Studiengänge, so wie wir sie hier auch in unserer dualen Hochschule haben und wie sie auch Bestandteil der privaten Hochschule des SAH ist. Und vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen, weil ich habe auch Berufsausbildung mit Abitur gemacht, habe dann mein Studium begleitend zu meiner Arbeit gemacht und ich glaube, das ist ein Stück weit hier bei uns in Deutschland die Zukunft, wenn es darum geht, qualifizierte Fachleute zu haben. Uns wird uns nicht gelingen, jetzt die Grundlagenforschung hier nach Gera zu bringen. Sagen Sie jetzt vielleicht, das ist Pessimismus und das wird nie. Aber vielleicht wird es in späterer Zukunft. Aber das ist das Nahziel, an dem wir konsequent weiterarbeiten müssen. Und lassen Sie mich noch eine sagen, weil damit natürlich immer einhergeht auch die Frage Universität, Hochschule, Fachhochschule, auch die Frage, was machen wir mit Forschung und Entwicklung? Kommen wir vielleicht später dazu. Soll später kommen. Beim Hochschulstandort. Also das ist der Bereich und das ist auch, deswegen war das mein Einwurf, das, was in unserem Wahlprogramm dann in der Fortsetzung steht. Also zum einen eine qualifizierte Ausbildung. Es muss auch nicht jeder zwingend studieren, 8 Semester oder 10 Semester oder 12. Und die Frage der dualen Hochschulausbildung. Das ist die Zukunft. Da ist es wichtig, dass Wirtschaft und Kultussektor hier gut miteinander funktionieren. Danke. Dankeschön. In der Großen Koalition hat ja die SPD an dem Kooperationsverbot rumgeknabbert. Jetzt heißt es, wenn Martin Schulz Bundeskanzler wird, dann fällt es. Und wenn... Lassen Sie mich vielleicht den Satz zu Ende bringen. Dankeschön.
Im SPD-Wahlprogramm steht aber noch mehr. Da steht das, was der CDU-Kandidat jetzt mündlich vorgetragen hat. Da steht nämlich, drin, dass die dualen Studiengänge eine gelungene Form beruflicher und akademischer Bildung sind, die bundesweit vergleichbar gemacht werden sollen. Frau Kaiser, was gibt es da für konkrete Ideen? Ja, also es wurde ja schon angesprochen, duale Ausbildung, duale Hochschulen, das ist eigentlich das Konzept, worauf wir unseren Fokus in der Zukunft setzen wollen. Ich selber, mein Mann hat eine duale Ausbildung gemacht und ich habe immer gesagt, wenn ich nochmal studieren würde, dann würde ich das auch tun, weil dann hat man was Handfestes. Und ich glaube, da liegt auch die Zukunft, weil wir müssen praxisnäher werden und auch mehr in den Berufen, oder die wir da auch brauchen. Also da ist eben, was schon angesprochen wurde, Technik, Naturwissenschaft, der medizinische Bereich. Und ganz konkret, wenn es auch um den medizinischen Bereich geht, auch da wollen wir sagen, wollen wir unterstützen und da auch die Hochschulfinanzierung mit hinsteuern und sagen, auch das mehr fördern. Auf der anderen Seite sagen wir auch, Kooperationsverbot lockern, eben auch, um gemeinsam mit den Ländern eine Grundfinanzierung, eine Grundausstattung für den Hochschulbereich zu ermöglichen. Weil wir wissen ja, es werden immer wieder Pläne gemacht, die reichen so 5 Jahre landesseitig und dann muss man wieder gucken, wo das Geld ist. Es hängt auch viel mit Legislaturperioden zusammen und dann gibt es wieder Neuverhandlungen. Wichtig ist, dass die Hochschulen Planungssicherheit haben und dass sie wissen, wo sie investieren können, wie sie ihren Standort ausbauen können. Das ist ja gerade für unsere Region wichtig, für Gera wichtig, weil wir gerade erst im Entstehen sind. Und wenn man dann immer unsicher ist, wie die Finanzierung funktioniert, dann kann das nicht vorangehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da eine grundsätzliche Finanzierung sicherstellen. Genauso auch bei der Personalgewinnung. Wir brauchen gut ausgebildete Wissenschaftler, Professoren, die wir hier in unsere Region ziehen müssen. Und auch da möchte die SPD Förderprogramme auflegen, um eben auch Hochschulpersonal zielführend zu gewinnen, gerade eben auch im dualen Bereich. Das haben wir uns vorgenommen. Dankeschön. Herr Tempel, vieles, was die SPD machen will, steht auch bei Ihnen als Oppositionsführer im Bundestag im Programm. Da kommt sogar noch eins dazu. Sie fordern eine Mindestvergütung für die Studierenden. Das wird die Studierenden sehr freuen, denke ich. Wie geht's weiter? Kooperationsverbot, sind Sie dagegen? Das ist klar. Was hat die Linke vor? Ja, also ich habe nur den Vorteil, dass ich durch meine Themen gebunden wirklich an Universitäten unterwegs bin mit Vorträgen, also wirklich von Kiel über Leipzig nach Konstanz. In Konstanz trifft man übrigens auch aus Ostthüringen Studenten. Und natürlich kommt dann auch die Frage, warum sie dort studieren, also warum suchen sich junge Menschen einen Studienstandort aus. Und über die Arbeit mit dem DGB und dem DBB unterhält man sich mit denen, die das Wissen vermitteln sollen, also mit den Lehrkräften. Und auch für die ist eine Standortfrage durchaus entscheidend. Und der dritte Faktor ist, man ist bei den Unternehmen der Region unterwegs und hört, was die brauchen. Die duale Ausbildung zum Beispiel ist etwas, das wird fraktionsübergreifend keiner mehr auch negieren können. Es ist etwas, was als erfolgreich betrachtet wird. Das ist das, was Unternehmen haben wollen, dass sie teilweise mit Praxisbezug auch Absolventen bekommen, aber auch teilweise Leute weiterqualifizieren, weiter studieren lassen können, die bereits auch bei ihnen Lohn und Brot sind, die sie kennen, wo sich Vertrauen aufgebaut hat. Das heißt, man braucht natürlich auch Unternehmen in der Region, die sich das leisten können, also die auch entsprechend wirtschaftlich erfolgreich sind und den entsprechenden Bedarf mitbringen. Das habe ich schon mal, kann ich gern, wenn jemand nachfragt, dann auch mal erläutern. Aber es muss halt in einer Region auch Geld unterwegs sein, Geld im Umlauf sein, Geld zu verdienen sein. Und dann kann man auch auf Bildung und auf Qualifikation der Mitarbeiter setzen. Und dann ist es natürlich eine Frage, wir haben zum Beispiel auch eine klare Anforderung zum BAföG. Also ein Faktor für Studenten ist die Wohnsituation. Da steht Gera gar nicht schlecht da. Da haben wir nachgeguckt, auch was Studenten selber dazu sagen. Und bei Studenten kommt die Wohnsituation in Gera sehr gut weg im Vergleich mit anderen Studentenstädten. Da braucht man gar nicht so sehr viel reparieren. Aber eine andere Frage ist zum Beispiel, die sehr negativ betrachtet wird. Und das sind die Verdienstmöglichkeiten, die Zusatzeinkommen, die möglich sind. Da spielt der Arbeitsmarkt eine Rolle. Sehr viele Studenten haben eben nicht die Möglichkeit, entsprechend vom Elternhaus die Unterstützung zu bekommen. Wir sagen, also Armut sichern, das ist vom Bundesamt für Statistik vorgegeben, wäre ein Einkommen von 1.050 Euro monatlich. Wir haben gesagt, das muss dann für einen Studenten, studieren ist Bildung, es ist eine Zukunftsinvestition. Da muss der Staat insgesamt ein Interesse daran haben, auch dass Menschen es sich leisten können, unabhängig vom Elternhaus tatsächlich zu studieren. Deswegen wollen wir ein BAföG von eben diesen 1.050 Euro, was auch nicht zurückgezahlt werden muss, weil es eine Zukunftsinvestition für den Staat ist. Und damit wäre dann auch der Faktor, kann ich denn an diesem Studienstandort tatsächlich
tatsächlich auch existieren? Oder finde ich Arbeitsmöglichkeiten? Muss ich unbedingt nebenbei arbeiten? Das ist ein wesentlicher Faktor, den halt Studierende selber nutzen. Ist einer der Möglichkeiten, neben den anderen, die ich schon genannt habe, aber ein sehr wesentlicher, wenn man mit den Studenten selber spricht. Ja, schönen Dank. Schauen wir mal ins Wahlprogramm der AfD. Da findet man, Herr Brandner, unter dem Punkt 8.2 solche Aussagen wie Meister statt Master oder, Zitat, keine noch höheren Abiturienten- und Akademikerquoten. Und nach der Einschätzung Ihrer Partei, Herr Brandner, ist der Bologna-Prozess gescheitert und es geht jetzt darum, Diplom- und Magisterabschlüsse zu stärken. Wie passt das jetzt rein zu diesen Hochschulen, die wir jetzt als stolze Errungenschaft in Gera haben? Das passt da sehr gut rein. Wir sagen ja nicht, dass keiner studieren soll, sondern es muss ein ausgewogenes Gewicht da sein. Deshalb wehre ich mich auch dagegen zu sagen, jeder Student kriegt 1050 Euro im Monat, muss das nicht zurückbezahlen, solange das Gleiche nicht auch jeder bekommt, der eine Ausbildung macht, der eine Meisterausbildung macht. Das ist doch nicht nachvollziehbar, warum Studenten durchgefüttert werden, sag ich mal. Auf der anderen Seite aber Leute, die den Meister machen wollen, die eine handwerkliche Ausbildung machen wollen, Geselle, Meister, warum die nicht vom Staat alimentiert werden, nicht rückzahlbar. Also wir wollen ein gesundes Gleichgewicht wieder herstellen zwischen den Leuten, die studieren, zwischen den Menschen, die studieren und zwischen denen, die hinterher schaffen. Und im Zweifel brauchen wir mehr Leute, die schaffen, als Leute, die schwätzen. Und deshalb legen wir also einen Schwerpunkt darauf, Handwerk hat goldenen Boden. Aber jetzt, das kann natürlich auch negativ für mich sein, jetzt der Applaus, alles klar. Handwerk hat goldenen Boden, wir sehen es allenthalben, die Preise steigen, die Leute stehen auf den Wartelisten, das ist der Punkt. Aber Ihre Frage war ja Hochschulstandort Gera, was kann man da machen? Erstens, Studentenförderverein eintreten. Ich bin seit Jahren Mitglied und das hat die ganze Sache jetzt nicht unbedingt so richtig beflügelt, aber ich habe es unterstützt von Anfang an, sage ich mal, dass die Sache hier passiert. Ich muss Herrn Vogel auch widersprechen, wenn er sagt, wir kriegen keine Grundlagenforschung nach Gera. Wir haben mit Otto Lummer einen Meisterphysiker in Gera gehabt, der also mit Max Planck auf einer Stufe stand. Ich habe gehört, nur zufällig hat Max Planck den Nobelpreis bekommen und nicht Otto Lummer. Wir haben einen sehr umtriebigen Professor Bussemer an der dualen Hochschule, der sagt, Leute, lasst uns doch mal, genauso ähnlich wie die Vision von der Kulturstadt, lasst uns doch ein Institut gründen. Lasst uns Gelder einsammeln, in Gera ein Institut gründen und dann kriegen wir vielleicht auch eine Grundlagenforschung hin. Also immer so zu sagen, das kriegen wir nicht hin, das schaffen wir nicht und so, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen Visionen haben. Und dann nicht zum Arzt gehen, sondern die Vision umsetzen. Und ein Teil ist umsetzbar, völlig problemlos. Dankeschön. Ja. Herr Leps, Sie haben jetzt Vorlagen bekommen. Ja, insofern, wenn Sie von hinten jetzt einsteigen, das Gleiche gilt dann gleich für Frau Grosch. Wie ist denn Ihre Meinung zu den unterschiedlichen Vorstellungen, die es gibt? Es ist, glaube ich, immer noch die persönliche Freiheit jedes einzelnen Jugendlichen zu entscheiden, ob er studieren möchte oder nicht. Und ich sehe nicht, dass da unbedingt Schwätzen rauskommt. Herr Brandner, ich glaube, Sie haben auch studiert. Ob Sie da Schwätzen auf sich bezogen haben, sei mal dahingestellt. Ich gebe meinen Erfahrungsbericht. Meine Tochter ist 19, die hat jetzt das erste Jahr studiert. Wie hat sie sich für ihren Studienort entschieden? Nun, sie hat geguckt, erstens, was gibt es für Angebote an den Hochschulen? Zweitens, was haben die für einen Ruf, für einen wissenschaftlichen Ruf, die Hochschulen? Und danach hat sie sich die Städte angeguckt. Sie ist dahin gefahren, hat nachgeguckt. Wie sieht das dort aus? Gibt es kulturelle Angebote für junge Menschen? Also das, was man so gemeinhin als Szene bezeichnet. Wie ist die allgemeine Stimmung? Sieht man dort freundliche, lachende Menschen durch die Stadt laufen? Wie ist die Verkehrsanbindung, insbesondere Verkehrsanbindung nach Hause? Wie ist dort der ÖPNV? Gibt es dort Carsharing-Angebote? Muss sie sich also ein Auto halten oder nicht? Wie liegt auch die Universität oder die Hochschule innerhalb der Stadt? Ist die erreichbar? Funktioniert das? Und gibt es ein Umland? Gibt es vor allem Jobangebote? Denn, und da bin ich ja bei meinen Nachbarn, von BAföG alleine kann man nicht leben. Selbst wenn man volles BAföG bekommt, ist es zu wenig, um sich eine Wohnung zu nehmen oder auch nur im Studentenwohnheim, so man einen Platz bekommt, unterzukommen. Und so hat sie ausgewählt und es ist nicht Gera geworden. Obwohl hier der Wohnungsmarkt vorhanden ist, obwohl hier die Hochschulen in einem vergleichsweise guten baulichen Zustand sind, falls man das Dinsdorfer Schloss irgendwann fertig werden sollte. Und obwohl hier auch die Lebenshaltungskosten relativ günstig sind. Das war sozusagen ein reiner Erfahrungsbericht, aber wir nähern uns der Sache ja an. Die Hochschulen in Gera sind meines Erachtens ziemlich gut aufgestellt, aber es fehlt halt sozusagen das, was man gemeinhin so was wie Nukleus nennt, was in Richtung Forschung und Entwicklung ausbaufähig ist, damit man dann wieder ein
sagen wir es mal, ein schwieriges Wort, Modellprojekt initiieren kann, zum Beispiel mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da ist noch notwendig, aber ich glaube, jetzt im Rahmen der dualen Hochschule, die es ja erst seit einem Jahr ungefähr ist, besteht Hoffnung und Sie sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja, das danke schön. Frau Grosch. Frau Grosch, hallo. Ja, sehr schön, Frau Grosch. So langweilig, ja? Nein. Okay. Frau Grosch, die FDP sagt, man muss den Bildungsföderalismus grundlegend reformieren. Wie geht das jetzt? Was hat das mit Gera zu tun, mit dem Hochschulstandort? Was sind die Ideen Ihrer Partei und von Ihnen? Bildungsföderalismus reformieren, das ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die FDP möchte gerne das Ganze vereinfachen. Wir sind ja für die Unkompliziertheit. Und wir möchten zum Beispiel Bildungsgutscheine einführen. Ja? Das bedeutet, dass ein transparenterer Wettbewerb stattfindet, auch um die Studenten, dass es einfacher wird, was das sozusagen den finanziellen Grundbedarf von Hochschulen deckt. Und es muss auch länderübergreifend sein. Ich meine, eine Stadt wie Gera wird davon definitiv profitieren. Die duale Hochschule hier hat ja bewiesen, also Sie haben hier einen sehr, sehr guten Ruf, diese Hochschule. Einen Abschluss von über 98%, also weit über 90% Erfolgsquote. Ja? Und die Garantie, wenn man von Betrieben geschickt wird, um diese Ausbildung zu machen, hat man natürlich auch eine Garantie sozusagen auf einen Job. Die Rahmenbedingungen hier sind hervorragend. Also es gibt eigentlich relativ wenig, was dagegen spricht. Ja? Es gibt bezahlbaren Wohnraum im Gegensatz zu Jena, wo man sozusagen 3 Stunden Schlange steht, um sich ein Zimmer in einer WG anzugucken. Sie haben hier ein studentisches Leben, mehr oder weniger. Also das ist sozusagen, da kann man sich noch ein bisschen dran arbeiten. Also ich zum Beispiel... Wie arbeitet denn die FDP daran? Ja, hat ja jetzt was mit mir zu tun und was ich hier gelesen habe. Okay. Vor kurzem habe ich irgendwo gelesen, dass sozusagen Sie im innerstädtischen Bereich hier auf einem Platz Alkoholverbot erlassen haben. Wie wollen Sie ein Studentenleben aufbauen? Weil ich denke... Wenn Sie Alkoholverbot erlassen, ja, ich denke, Studenten sind verantwortungsvolle junge Menschen, die vielleicht ist da auch mehr die Prävention gefragt. Und ansonsten, ist schön, dass ich wenigstens für Lacher hier sorge. Gibt es natürlich noch ein paar Sachen. Eine Idee der FDP ist zum Beispiel, eine Gründerkultur an Hochschulen zu installieren, weil ganz viele Ideen, jetzt zum Beispiel in Ilmenau wurde der MP3-Player erfunden. Wenn man das unterstützt zum Beispiel, das ist ja dann auch die Hochschule an sich, die das sehr unterstützen kann. Eine richtige Gründerkultur, das kann man auch vielleicht sogar mit in die Unterrichtsfächer integrieren, ja? Dass man den Leuten das zeigt. Dann weiter die Praktikabilität, die jungen Leute können, was weiß ich, in 5 Sprachen Essays verfassen, aber sie wissen nicht, wie sie ihre Steuererklärung ausfüllen sollen. Es sind ganz, ganz viele Sachen. Und wenn man das sozusagen erfüllt, die Rahmenbedingungen erfüllt, dann wird auch der Hochschulstandort Gera, und stand das nicht sogar beim Rheinfahren, Hochschulstadt Gera, sozusagen auch wieder attraktiv. Dankeschön. Ich wollte nur kurz... Ganz kurz, Herr Brandner, ja, ganz kurz. Auf den Grünen noch mal eben antworten. Ich habe ja auch das studiert. Ist ja Labs, vier Jahre studiert. Ich habe auch BAföG bekommen. Danach habe ich einen Beruf gehabt und konnte problemlos die Hälfte zurückbezahlen. Also es ist nicht einsehbar, warum jemand, der studiert und hinterher gut verdient, das nicht zurückbezahlen soll, was er vom Staat bekommt. Das erschließt sich mir nicht. Okay, Frau Kaiser, OTZ zum nächsten. 3. November 2016, da sagen Sie, Sie treten für die digitale Forschung in Gera ein. Wer, was, wie, wann? Ja, also unsere Partei hat sich ja auch, wie auch die FDP das schon angedeutet hat, es ist wichtig, dass wir in Digitalisierung investieren, dass wir die Digitalisierung vorantreiben, weil wir haben momentan ein Zeitalter, wo das ist A und O spielt und wo wir auch für die Hochschulstandort die entsprechenden Voraussetzungen schaffen müssen, weil wir brauchen zum Beispiel Campus-Systeme, die digital gestaltet sind. Da denke ich an die Bibliothek, da denke ich an die Veröffentlichung von Materialien, da denke ich an das Zusammenarbeiten von verschiedenen Instituten, aber auch an der Informationsquellen für die Studierenden. Ohne Internet, ohne Digitalisierung funktioniert heute einfach nichts mehr. Und deswegen müssen wir das vorantreiben, es wurde ja auch schon angesprochen,
dass das bei uns in der Region noch Potenzial, Ausbaupotenzial hat. Und da will ich zwei Seiten beleuchten. Zum einen die Hochschulseite, die Ausstattung der Hochschulen, wo wir auch investieren wollen, wo wir auch die Lernplattform, wie gesagt, ausstatten wollen und vorantreiben wollen. Aber genauso auch auf der anderen Seite die Region, dass die die Infrastruktur hat, um auch von weiter weg Kooperationen zu bilden. Also wenn ich an Leipzig denke zum Beispiel oder an Jena, da ist einiges da, da ist auch viel Gründerpotenzial. Warum kriegen wir das nicht hier in unserer Region? Und wenn wir sagen, wir können Homeoffice gestalten, aber auch wir können Arbeitsplätze schaffen, die digital vernetzt sind mit Firmenzentralen, die Kilometer weit weg liegen oder auch mit Forschungseinrichtungen, die hunderte Kilometer weit weg liegen, dann ist das eine Chance für uns. Also ohne Digitalisierung, wie gesagt, läuft das nicht. Und es braucht zum einen, wie gesagt, auf der einen Seite die Ausstattung der Hochschulen, die digitale Verbindung, das digitale Netzwerk auch mit anderen Hochschulen, mit anderen Forschungsstandorten und zum anderen eben auch zur Industrie und zur Wirtschaft, dass die digital aufgestellt ist, um das zu befruchten gegenseitig, den Hochschulstandort, genauso auch mit den Unternehmern und Unternehmen, die hier vor Ort da sind einfach. Genau. Dankeschön. Wenn wir über den Forschungsstandort, vielleicht den zukünftigen, besser gesagt, den zukünftigen Forschungsstandort Gera reden, dann spielt uns vielleicht etwas in die Hand. Bisher hatten wir einen Bundestagswahlkreis, da war Jena und Gera zusammen. Und ich habe den Eindruck, das ist nicht gegen Jena, das ist nur eine Feststellung, da sind doch sehr viele Mittel, Bundesmittel, andere Mittel, EU-Mittel nach Jena gegangen. Das Gleiche gilt auch für Landesmittel. Wenn die Thüringer Aufbaubank sagt, dass 60% der Forschungs- und Entwicklungsförderung nach Jena geht, 30% nach Erfurt und Ilmenau gemeinsam und der Rest 10% in den Rest Thüringens. Und wenn wir dann wieder den Gera-Anteil suchen würden, wäre er wahrscheinlich verschwindend gering. An die beiden Bundestagsabgeordneten, die das Geschäft ja beherrschen, Herr Vogel, Herr Tempel, gefragt, wie kommt denn in Zukunft, wenn es im Wahlkreis nur noch einen Hochschulstandort gibt, nämlich Gera, wie kommen dann vielleicht auch stärker diese Programme EU, Bund und so weiter hier an? Herr Vogel, Herr Tempel, Sie verstehen sich, wer antworten möge, möge antworten. Der Fairness halber, Volker muss in eine Vorleistung gehen. Es hat tatsächlich mit dem Zuschnitt der Wahlkreise nichts zu tun, sondern mit dem Grunddenken, wie wir auch Mittel verteilen. Wir haben zum Beispiel in der Bundespolitik eine Exzellenzförderung. Da fällt Gera runter und wird auch mit dem Zuschnitt der Wahlkreise hinten runterfallen. Das heißt, dieses Konzept muss man überdenken. Wir brauchen eine Grundsicherung von Schulen und wir müssen natürlich, wenn die Wirtschaft noch nicht ganz so weit ist, dass sie tatsächlich auch Forschungsprojekte unterstützen können. Wir haben eine Tendenz hier, dass Forschungsprojekte immer mehr von der Wirtschaftsseite gefördert werden, was natürlich nicht schlecht ist erstmal vom Grundsatz her, aber manchmal zum Anschub halt nicht ausreicht, dass wir da auch ein Umdenken müssen, dass wir eine Grundabsicherung von Forschungsprojekten, gerade in Phasen auch neuer Technologien, Startups zum Beispiel, sind da noch ein Markt, wo man durchaus auch als Hochschulstandort sich weiter etablieren kann, auch natürlich in Verbindung mit den Unternehmen vor Ort, das also verknüpfen kann. Aber wenn dann das Geld in der Region noch nicht da ist, dass eine Grundsicherung da ist, diese Exzellenzförderung, da sind halt gerade Regionen wie unsere, die dann hinten runterfallen, wo das Geld halt eben nicht ankommt. Und auch, wie gesagt, der Hochschulpakt, Volkmar hat es richtigerweise angesprochen, trotzdem haben wir den Föderalismus, also der muss verstetigt werden, wir müssen weg von dem Föderalismus, sodass wir auch hier eine stabile Einrichtung natürlich auch halten können, wenn teilweise Lehrkräfte vierteljährlich nur immer wieder verlängert werden, die finanziellen Töpfe, aus denen sie sich finanzieren, immer wieder wechseln, mal ist es dieser Fördertopf, mal ist es jener Fördertopf, dann lässt sich natürlich langfristig nachhaltig auch keine Forschung machen und insofern müssen die Rahmenbedingungen verändert werden und dann ist hier natürlich das Potenzial, wenn man kreativ ist, durchaus da. Die Kreativität muss natürlich dann dazukommen. Also wenn die Rahmenbedingungen sich verbessert haben, dann muss vor Ort natürlich die Kreativität dazukommen. Wie gesagt, eine Anregung wäre, die habe ich in der Region hier in der letzten Zeit häufig gehört, mal auch das Thema Startups sich genauer anzugucken, ob man da vielleicht machen kann. Da gibt es noch nicht so viele Standorte, die sich mit beschäftigen. Da kann man auch gucken, ob sich die Politik, ähnlich wie andere Bundesländer, sich bei VW und Ähnliches engagieren, ob dann mal auch eine Landesregierung zum Beispiel sagt, wir investieren auch mal in Richtung Startups. Wäre eine interessante Richtung und dann kann man natürlich auch in die Region gucken. Jena ist weitestgehend auch viel ausgelastet, die haben ihre festen Richtungen. Gera will sich noch weiterentwickeln, auch das wäre eine Möglichkeit zum Nachdenken. Dankeschön. Herr Vogel, Ergänzung? Ja, bitte. Gerne. Also Schritt für Schritt oder Step by Step, wie wir Deutsche sagen. Ne? Wenn wir den Hochschulstandort sicher haben und wenn wir uns entschieden haben, eine duale Hochschule
Ausbildung anzubieten. Dann müssen wir jetzt im zweiten Schritt darüber nachdenken und uns entscheiden, wie unser Konzept aussehen soll, wenn es um die Forschungslandschaft geht. Und wenn wir wirtschaftsnah bleiben wollen, dann sollten wir unsere Forschung, egal ob es eine Grundlagenforschung ist oder eine wirtschaftsnahe Forschung, auch wirtschaftsnah weiterentwickeln. Da werden wir nicht Max Planck hierher kriegen, weil die machen Grundlagenforschung und es wird schwierig sein, Fraunhofer Institut. Fraunhofer ist auch schon tot. War bekannt. Aber Fraunhofer Institut, die zumindest an die Wirtschaft angelehnt sind, ist ein Ziel, das wir weiter verfolgen sollten. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben ja auch so zahlreich hier aus und vielen Dank dafür. Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah. Und da möchte ich zwei Dinge ansprechen, die wir meiner Meinung nach weiter verfolgen sollten, wenn wir auch mit der Wirtschaft zusammenarbeiten wollen. Punkt 1, Wismut. Für die Wismut-Sanierung sind deutschlandweit, und ein Großteil ist hier bei uns angelegt worden, 7 Milliarden ausgegeben für die Sanierung dieser Altlast. Mit diesen 7 Milliarden sind enorme Wissenspotenziale angehäuft worden, die weltweit gefragt sind. Wir sollten darum kämpfen, und ich werde dabei helfen, dass dieses Wissen, was zur Verfügung steht, was wir vermarkten können, auch tatsächlich hier in unserer Region von hier aus vermarktet wird. Das ist ein Punkt. Das ist wirtschaftsnah. Die Erfahrungen sind da. Darauf können wir aufbauen. Das ist das eine. Das zweite, woran mir sehr gelegen ist, auch durch meine berufliche Tätigkeit aus den vielen Jahren, die ich hier in Gera gemacht habe, es gibt viele kleine Unternehmen, die auch im Bereich Forschung aktiv sind oder aktiv waren, damit zum Teil auch schon mal auf die Nase gefallen sind. Aber wenn es gelingt, diese vielen kleinen, einen habe ich dazu schon angeregt, ich will jetzt hier keine Werbung machen, ich könnte den Namen sagen, aber sich mit den anderen zusammenzufinden und vielleicht ein gemeinsames Cluster zu bilden, wenn es um den Bereich wirtschaftsnahe Forschung geht, ist es der nächste Punkt, der meiner Meinung nach auch recht zügig umgesetzt werden kann. Und was die digitale Vernetzung angeht, hat Frau Kaiser vollkommen recht, aber ich glaube, es ist Aufgabe der Politik, egal welcher Ebene, das Werkzeug bereitzustellen. Das heißt schnelles Internet, Breitbandversorgung. Altenburg, der Landkreis, hat 12 Millionen vom Bund gekriegt. Der Landkreis Greiz, ein Teil davon 22 Millionen. Auch Gera hat einen enormen Betrag gekriegt, um dieses Werkzeug zu schaffen. Und wenn wir das so in dem Schritt weiterentwickeln und dranbleiben, Sie als Ehrenamtliche, als Förderverein, wir als diejenigen, die da politische Verantwortung tragen, ich beziehe da ganz ausdrücklich auch die Landtagsabgeordneten und unsere kommunalen Stadträte und Kreisräte mit ein, dann ist es ein Ansatzpunkt. Aber wir brauchen ein gemeinsames Konzept. Und dann, lieber Frank, du hast es angedeutet, dann können wir für dieses Konzept auch in Berlin werben und mithelfen, dass dann die entsprechenden Mittel hierher fließen. Herr Brandner, Ergänzung, Bemerkung. Zu welcher konkreten Frage jetzt? Jetzt wurde so viel erzählt hier. Ja, also wir gehen ja davon aus, dass wir alle zuhören, ganz gespannt. Ja, ja. Aber ich will es mal, so wie ich es verstanden habe beim Zuhören, nochmal wiederholen. Also, da gibt es den Vorschlag digitale Forschung von der SPD nach vorne geschoben. Da gibt es den Vorschlag von Herrn Vogel, aus dem Know-how Wismut Altlastensanierung etwas zu machen. Da gibt es insgesamt auch bei Herrn Tempel Abschaffung der Exzellenzförderung, also eine Grundsicherung in Forschung zu etablieren von der Linken. Und jetzt war die Frage von denen, die zugehört haben, an Herrn Brandner durch meinen Mund. Gibt es Ergänzungen, Hinweise, Bemerkungen, Kritiken? Was kann man vernünftigerweise dagegen haben, gegen die Vorschläge? Gar nichts. Gut. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist immer nur, warum sitzen die Herren und Damen, die im Bundestag vertreten sind, heute Abend hier und haben das nicht in den letzten 12, 15 Jahren schon umgesetzt? Also wo kommen denn diese neuen Ideen her, die plötzlich vor der Bundestagswahl aus dem Hut gezaubert werden? Da stelle ich immer mir die Frage, warum schaffe ich nicht Schwätze? Warum ist das nicht längst schon passiert? Herr Tempel, jetzt haben Sie mal das Recht. Nur der Fairness halber, also ich kann die Anträge Ihnen gerne mal zuschicken. Wir haben das, was ich gesagt habe, auch beantragt. Es ist eine Demokratie, die man sehr ernst nehmen muss und respektieren muss. Das heißt, der Bundestag wird nach Mehrheiten gewählt. Wir machen unsere Anträge. Den Inhalt habe ich hier wiederholt. So funktioniert übrigens ein demokratisches Parlament. Okay. Frau Grosch, die Liberalen sind ja oftmals mit Drittmittelfinanzierung, mit anderen Dingen unterwegs. Enge Verbindung zur Wirtschaft suchen ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn man ihren Wahlkampf anschaut. Digitalisierung sowieso.
Gibt es Ergänzungen jetzt für den Forschungsstandort, den zukünftigen Forschungsstandort Gera? Ja, man kann es ja nur ergänzen, weil ja eigentlich schon alles gesagt wurde. Ist immer so bei 6 Leuten. Ja. Ist überhaupt kein Thema. Also ganz ehrlich, Forschung, also beste Bildung erzeugt Leistung. Leistung wiederum, Entschuldigung. Also Bildung erfolgt durch beste Bildung, erfolgt Leistung und Leistung wiederum zieht die Forschung nach sich. Und die Verbindung zur Wirtschaft, da gebe ich Ihnen komplett recht, die muss, glaube ich, verstärkt werden. Firmen müssen begeistert werden, da wo kluge Menschen sind, da gehen auch die Firmen hin, weil die brauchen dringend Nachwuchs. Wir haben im Prinzip zu wenig Fachkräfte, intelligente Menschen, die Ideen bringen. Und wenn man die Verbindung verstärkt, meines Erachtens, dann kann man auch Forschung hier etablieren. Dankeschön. Frau Kaiser. Eine kurze Ergänzung, ich wurde ja jetzt nur nach Digitalisierung befragt und wollte noch ergänzen, was auch sehr wichtig ist und was ich denke, was für den Hochschulstandort Gera im Speziellen gut ist, ist, dass wir einen Schwerpunkt legen auch in der Unterstützung der hochschulmedizinischen Forschung, also dass man da rangeht, weil das ist ein sehr großes Themenfeld, wir werden immer älter, wir brauchen viele Medikamente, das ist klar und wir haben in Deutschland keine Rohstoffe, also müssen wir in unsere Köpfe investieren. Der Förderverein hier hat das sehr gut erkannt und will deswegen auch die Leute unterstützen dabei, zu studieren, gerade hier auch in Gera. Und deswegen sage ich, ist das auch ein sehr, sehr guter Ansatz unserer Partei, sagen, hochschulmedizinische Forschung zu unterstützen, weil das Geld kommt dann auch hier an. Das wird die private SAH, Hochschule für Gesundheit, freuen, falls hier Vertreter sind. Ansonsten können Sie das dann im offenen Kanal anschauen. Herr Leps, grüne Themen und Forschung in Gera, für Gera, wäre das eine Idee? Klar, läuft ja auch. Aber dazu komme ich noch. Also ich schließe mich meinem Nachbarn an. Wir stellen ja im Bundestag auch leider nur die Opposition. Ich kann auch jede Menge Anträge zuliefern, was wir in den letzten Jahren versucht haben anzuschieben, was dann von anderen nicht zugestimmt wurde. Aber darum ging es jetzt nicht. Also mein erster Punkt, auch von den anderen durchaus erwähnt, Breitbandausbau. Das ist das A und O, wenn wir uns über digitale Forschung unterhalten. Ohne den geht es nun mal nicht. Zweitens, natürlich läuft Umwelttechnik gut in Gera. Gucken Sie zu Keser, das ist eine große Firma, die forschen auch genau daran, an der Wassertechnik. Das ist tatsächlich etwas, womit man auch vielleicht mit der dualen Hochschule eine Art Cluster bilden kann. Und der dritte Punkt bei Ihrem ersten Satz, Sie haben gesagt, es ist ja vielleicht von Vorteil, dass in diesem Wahlkreis, in dem neu zugeschnitten, nur noch eine Hochschulstadt ist. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es überhaupt gar kein Vorteil, es ist eigentlich schade. Eigentlich gehören hier noch viel mehr Hochschulen in diesen Wahlkreis, damit man nämlich auch viel einfacher eine Zusammenarbeit machen kann, damit man Cluster bilden kann. Und vierter Punkt, wir haben in dieser schönen Stadt ja auch ein Medienbildungszentrum. Ein Teil des Medienbildungszentrums der Thüringer Landesmedienanstalt nimmt uns gerade auch auf, der offene Kanal. Diese Kompetenzen, die dort vorhanden sind, gilt es auch viel mehr zu nutzen und dann kommen wir auch im Bereich digitale Forschung voran. Dankeschön. Damit haben wir in einer Stunde ziemlich genau, wenn wir die 5 Minuten Einleitung abziehen, es geschafft, Ihre Grundsatzmeinung so ein bisschen abzufragen. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle, bedanke mich ausdrücklich auch für den Werbeblock für den Studentenförderverein, der von einigen hier vorgetragen wurde. Insofern kann man dem Beispiel von Herrn Brandner zumindest an dieser Stelle folgen und Mitglied werden. Aber ich möchte nicht nur Werbung machen für unseren Verein, sondern ich möchte die Diskussion freigeben für die, die heute hier sind, für Fragen, weniger für Co-Referate, mehr für Fragen. Wer möchte? Wir haben hier ein Mikro, was gleich rumgereicht wird. Und es gibt eine erste Wortmeldung, wenn ich das richtig sehe. Ich bräuchte bloß das Mikro. Hier vorne der Herr mit den Gehhilfen in Weiß hat sich gemeldet. Bitte schön. Ein Mikrofon ist schon unterwegs. Ist unterwegs. So, wer wollte eine Frage stellen? Ja, mein Name ist Robert Bankwitz. Ich vertrete hier die neu oder in Gründung befindliche Initiative einer Akademie, die Globale Akademie Naturwissenschaft für Nachhaltigkeit. Was daraus wird, werden wir sehen. Ein Thema, das wir uns angenommen haben, ist, Forschung anzustoßen
Also wir selbst wollen nur in Gänsefüßchen Wissenschaftskommunikation betreiben. Und das richtig zu machen, ist natürlich schon sehr anspruchsvoll. Anstoßen wollen wir natürlich, dass hier Forschung in Ostthüringen stattfindet. Das ist das, was hier ganz entscheidend fehlt. Es ist unwahrscheinlich viel Geld hierher geflossen, unwahrscheinlich viel gemacht worden die letzten 27 Jahre. Aber der wirtschaftliche Aufbau lässt zu wünschen übrig. Und wenn man nur verlängerte Werkbänke hat, naja, dann wird eben nicht so sehr viel. Für Forschungsförderung in dieser Runde an die 6 Bundestagskandidaten habe ich eine ganz konkrete Frage. Sie wissen wahrscheinlich, am 6. März war wieder so eine Regierungsrunde, die im Frühjahr immer irgendwo in den Ostländern stattfindet, dieses Jahr in Bad Muskau. Die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, Professor Janka, Wanka hatte dort angekündigt, das neue große Forschungsprogramm des Bundesforschungsministeriums, welches ab 2020 läuft und in der Vorlaufphase für strukturschwache Regionen der neuen Bundesländer aufgelegt ist. Am 10. August ist dieses Programm bekannt gemacht worden, also die Richtlinie bekannt gemacht worden. Die erste Ausschreibungsrunde läuft bis 31. Oktober. Es wäre jetzt mehr als wünschenswert, dass es uns gelingt, alle einschlägigen Akteure der Region zu bündeln, gemeinsam daran zu arbeiten, hier aus der Region einen Antrag zu stellen für dieses Programm mit dem Titel Wir Wandel in den Regionen durch Innovationen. In der ersten Runde werden 20 Regionen ausgewählt und in der zweiten Runde dann für die richtige Förderung 12 Regionen. Da könnten wir dabei sein. In Thüringen gibt es 2 richtig strukturschwache Regionen, Nordthüringen und Ostthüringen. Wir haben die Chance, ich denke, das Programm ist direkt für uns geschrieben. Okay, und jetzt die Frage bitte. Und die Frage ist, wie die Damen und Herren Kandidaten uns hier in Ostthüringen unterstützen wollen, in dieses Programm des Bundesforschungsministeriums hineinzukommen. Danke. Okay. Vielleicht die Frage etwas präzisiert, die 2 Abgeordneten oder auch die, die eng mit Abgeordneten zusammenarbeiten oder auch die, die bald Abgeordnete sind, vielleicht in der Reihenfolge. Was läuft bei dem Programm? Weiß jemand was? Herr Tempel, Herr Vogel, was geht ab? Wann? Wie? Gibt es Anträge? Gibt es keine? Also im Detail, Herr Bankwitz, kenne ich das nicht. Wir kennen uns ja aus Weida. Sie kommen ja aus Weida und sind... Das haben wir jetzt auch geklärt. Aber ja, was ist jetzt mit dem Programm? Sind da aktiv. Also ich muss sagen, dass ich das im Detail nicht kenne. Aber es ist halt so, dass die Förderprogramme alle so gestrickt sind, dass man natürlich ein schlüssiges Konzept erarbeiten muss und das fristgerecht einreichen muss. Wenn Sie uns dieses Konzept, das Sie eingereicht haben, zum einen zukommen lassen... Und zum anderen, wann wird es entschieden? 31. Oktober. Gut, das ist und ja das dann, ist in wenigen Tagen. Nee, also das ist ja dann nach der Bundestagswahl und wahrscheinlich auf jeden Fall auch nach der Konstituierung des Deutschen Bundestages. Dann besteht die Möglichkeit, egal wer es ist hier von uns, sich dafür einzusetzen, dass dieses Konzept zum Zuge kommt. Aber es muss natürlich fachlich begründet und stichhaltig sein. Da geht nichts dran vorbei. Dankeschön. Herr Tempel? Ja, ich muss Ihnen mal leider sagen, seien Sie froh, dass Abgeordnete nicht direkt darauf Einfluss haben. Thüringen ist nun mal ein etwas kleineres Bundesland. Selbst wenn nur die 9 Bundesländer von betroffen sind, gucken Sie mal, viele Abgeordnete aufgrund der Einwohnerzahl aus Sachsen kommen. Die hätten immer ein Übergewicht, die würden uns immer überstimmen. Deswegen sind diese Mechanismen einfach andere, es erfolgt eine Ausschreibung auf die Kriterien. Da können wir dann schon Einfluss nehmen. Und deswegen hatte ich ja gesagt, wir brauchen eine Förderung, wo es eben nicht immer das Geld dahin geht, die Aufträge, wo es
eh schon gut läuft, wo auch eine Wirtschaft, wo es eine Wirtschaft drumherum ist, die das auch mittlerweile ganz gut kofinanzieren kann, sondern dass wir auch eine Grundsicherung der Forschung kriegen, dass eben auch da, wo etwas entsteht, wo etwas aufgebaut wird, dass auch da Forschungsmittel tatsächlich ankommen, das wäre dann tatsächlich etwas, was man vorher als Rahmenbedingung festlegen kann. An diese Rahmenbedingungen müssen sich dann die Ausschreibungen richten und die wird dann von den Verwaltungen gemacht. Also wir haben es immer bei den Straßenbauprojekten. Wir müssen richtig froh sein, dass das genau so gestrickt ist. Sonst würden die Straßenförderungsprogramme alle nach Nordrhein-Westfalen gehen. Da kommen die meisten Abgeordneten her. Und auch im Osten haben wir nun nicht mal eine Überzahl. Insofern ist das Prozedere richtig. Wir müssen uns über die finanziellen Rahmenbedingungen unterhalten und über die Maßstäbe, nach denen vergeben werden soll. Das sind unsere Einflussmöglichkeiten. Schönen Dank, Frau Kaiser. Wichtig ist dabei auch natürlich auch, dass man auch den Dialog damit zum Land sucht, weil am Ende geht es ja sicherlich auch andere Forschungseinrichtungen oder Universitäten, die sich auf genau dieses Programm bewerben. Und das Schönste ist ja, wenn wir aus Thüringen ganz viele Standorte haben, die sich auf ein Projekt bewerben. Und dann kann man vielleicht das nachsehen, weil dann insgesamt ein anderes Projekt aus Nordrhein-Westfalen meinetwegen dann den Zuschlag bekommt. Und da denke ich, ist eine gute Absprache wichtig, auch zu sehen, da können wir auch unterstützen, dass wir beraten, welche Kriterien sind denn hier besonders oder eignet sich besonders auf das, was da ausgeschrieben wird. Und dann kann man gucken, passt das überhaupt da rein, weil es macht auch viel, viel Mühe. Das muss man auch sagen, so einen Antrag, so ein Konzept einzureichen. Und es braucht viel, viel Schweiß und Arbeit. Wenn man aber von vornherein abwägen kann, okay, wir müssen uns jetzt mit jemandem zusammentun vielleicht, auch aus Thüringen, aus einem anderen Standort, damit es sich überhaupt lohnt, dann sollten wir das vorher auch tun. Schönen Dank, Herr Lips. Die Politiker oder die Abgeordneten, oder wie haben Sie es so schön genannt, Herr Dr. Mattes, und die nah dran sind an den Abgeordneten, haben natürlich eine wesentliche Funktion. Genau die Funktion, die Herr Bankwitz auch gerade angesprochen hat. Wir sind Multiplikatoren. Wir sorgen dafür, dass die Programme überhaupt bekannt werden und damit überhaupt die Möglichkeit besteht oder genutzt werden kann, dass Anträge überhaupt gestellt werden. Insofern, was Herr Dr. Bankwitz gerade macht, ist genau das Richtige. Er sorgt für Öffentlichkeit. Dafür sind dann die Politiker zuständig. Dankeschön. Weitere Fragen hier vorn, bitteschön. Nee, halt, Entschuldigung. Ja. Erst Herr Wendrich, der zweite Vorsitzende unseres Vereins, dann der Herr in der Mitte, Reihe 3, dann der Herr hier vorn. Dankeschön. Ja, wir als Studentenförderverein haben mal was kurz vorbereitet. Vorbereitet deshalb, weil das, was ja schon besprochen worden ist, hieß, es gibt irgendwo ein Ungleichgewicht. Und bitte mal das nächste Bild. Nur für alle. Nur die Abgeordnetenkandidaten sehen es nicht. Rechts außen sieht man gut. Ich werde es mal kurz vorlesen. Also wir haben uns mal angemaßt vom letzten halben Jahr alle Presseberichte zusammenzufassen, die zugänglich waren hier für Ostthüringen und haben dabei festgestellt, dass also von den über 600 Millionen Euro 558 Millionen nach Jena gingen, 55 Millionen nach Erfurt, 5 Millionen nach Gera und 5 Millionen nach Ilmenau und 0 Millionen nach Gera. Das können wir im nächsten Bild noch mal aufschlüsseln, damit das jeder nachlesen kann. Können wir das nächste Bild reinmachen? Ja, also hier haben wir jetzt einfach mal, wann der Pressebericht kam. Wir bürgen hier nicht dafür, dass das stimmt. Wir bürgen auch nicht dafür, dass hier irgendwelche Sachen nicht vielleicht doppelt drin sind. Hier steht auch nicht die Investition der dualen Hochschule drin, weil die war schon voriges Jahr. Hier kann man ganz einfach mal sehen, Jena, und was übrig ist, geht nach Erfurt und Ilmenau. Das ist natürlich unser Bestreben hier. Weil wir haben ja jetzt zwei Hochschulen, dass Hochschule natürlich die Einheit von Forschung und Lehre ist. Lehre haben wir jetzt hier, sprich die Hochschulen, den Rahmen haben wir. Jetzt fehlt natürlich noch eindeutig die Forschung und es wurde ja eben schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass es bekannt gemacht wird. Im Wesentlichen, Sie sehen das hier auch, es ist sehr oft aufgeführt, im Gegensatz zu dem, was man üblich von der Politik so hört, Hochschulpolitik ist Landespolitik, es ist halt oft auch Mittel durch den Bund ausgelobt worden. Dort erwarten wir von denen, die uns in Berlin vertreten, dass sie uns natürlich rechtzeitig darauf aufmerksam machen. Ich habe auch mit dem Rektor der SRH-Hochschule, dem Professor Schaller und dem einen Professor der dualen Hochschule hier, zwei Vertreter der Hochschule gesehen. Also meine Herren, wir haben hier das Wort
von den Kandidaten zurzeit noch, also den zukünftigen Vertretern von uns Gerern und den Ostthüringern. Wir werden von Ihnen so schnell wie möglich hören, damit wir auch eine Chance haben, dass auch mal irgendwann Mittel der Forschung in diese Region geht. Gehen wir davon aus, dass wir das gemeinsam hinkriegen? Das ist jetzt meine Frage, da reicht eigentlich ein gemeinsames Nicken. Danke, Beifall. Gut, nur bei, um noch bei mal Herrn Brandner reicht das Nicken erfahrungsgemäß nicht. Ja. Nein, ich fand sehr interessant dieses Balkendiagramm, was Sie da gerade hatten. Wir machen noch eins. Genau, da wo Gera 0 Euro bekommt. Interessant, dass die Balken in Rot und Grün gehalten sind, gell? Das ist ja die, die rot-grüne Landesregierung, die für diese 0 Euro da verantwortlich ist und sonst keiner. Nein, ich würde jetzt mal sagen, wir haben ja bisher noch keinen Standort. Um das nochmal zu verdeutlichen, können wir jetzt auch die nächste, die sieht man leider nicht sehr, das ist vom Bund eine Studie, die für Thüringen, jetzt muss man sich natürlich vorstellen, da wo die kleine 1 alleine steht, das ist Gera. Da wo die 3, 4, 3, 3, das sind die vielen Institute in Jena. Also man sieht, da gibt es eine ganz große Konzentration, die ist nicht weit von uns. Und unser Ziel muss natürlich sein, die Konzentration sollte auch ein kleines bisschen zu uns rüberschwappen. Wir werden natürlich sicher nicht der Standort werden für Grundlagenforschung, weil wir werden nicht die Unistadt werden. Okay. Frau Kaiser zunächst, dann der Herr in Reihe 3. Ja, natürlich möchten wir uns dafür einsetzen. Ich denke, das will jeder von uns. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, denke ich, zukünftig, ist, dass bei der Hochschulförderung auch mehr ein Schwerpunkt auf gute Lehre gelegt wird. Weil am Ende sind es ja auch die Menschen, die man hier ausbildet, die das weitertragen, die in der Wissenschaft bleiben sollen und dann, dass man sich praktisch den eigenen Wissenschaftsnachwuchs hier hochzieht. Und deswegen ist es, denke ich mal, eine gute Voraussetzung, dass man auch den Forschungsstandort hier weiterentwickelt, wenn man auch in die Lehre, wenn man da auch mehr einen Förderschwerpunkt legt, als das bisher der Fall war. Okay, jetzt der Herr, wir müssten sehen, dass er ein Mikro bekommt. Wenn Sie aufstehen, ist die Chance größer, dass das Mikro bei Ihnen ankommt. Sehr schön, der Herr aus Reihe 3. Ja, mein Name ist Dieter Böhme. Zunächst eine Frage, das ist ja eine Diskussionsrunde, ja? Da darf man sich also auch mit Fragen unbeliebt machen, wenn man möchte. Das möchte ich jetzt gerne mal tun. Also erstmal möchte ich Herrn Tempel danken, dass er so ehrlich war und gesagt hat, diese Veranstaltung fragt zwar, was können wir tun, aber das ist ja eine Bundestagswahl. Hier sind also nicht Leute, die die Stadt Gera vertreten, sondern die Bundespolitik vertreten. Die Bundespolitik muss natürlich irgendwie zurückreflektieren. Also insofern, erster Punkt, wo ich mich unbeliebt mache, die Erwartungen nicht zu hoch stellen, ist eine Bundestagswahl, keine Stadtratswahl und keine Landtagswahl. Zweiter Punkt sozusagen, was ich völlig vermisst habe in jeglicher Diskussion, ist Sachen wie Leistungsprinzip. Habe ich nichts davon gehört. Wenn ich sage Innovation und Bildung und diese ganzen Allgemeinplätze, da kann ich mich wahnsinnig beliebt machen, ist auch nicht verkehrt. Und ich fordere da immer, bitte, liebe Gießkanne, schütte es nicht so ungleichmäßig aus. Jetzt meine Gegenfrage. Das Silicon Valley in den USA als Schmiede der Hightech-Industrie, das wurde gegründet, weil da ein Präsident mit der Gießkanne rumgerannt ist. Nein, das wurde gegründet, weil dort ein freies Unternehmertum war, das ich auch entfalten konnte. Und wenn ich jetzt sage, ich weiß, wovon ich rede, dann weiß ich es wirklich. Das freie Unternehmertum, Start-ups, wird gegängelt und gequält von einer furchtbaren Bürokratie. Es kommen unendlich viele EU-Verordnungen, Richtlinien und. Wenn Sie die alle umsetzen wollen, dann brauchen Sie eine Firma, die es sich leisten kann, eine Abteilung mit mindestens 5 bis 10 Leuten zu haben. Ansonsten sind Sie nicht mehr in der Lage, dieser Regulierungswut Herr zu werden. Und ich weiß aus der Elektronikindustrie zum Beispiel, was dort alles los ist. Ja? Damit erwürgen Sie Start-ups sozusagen. Also deswegen einfach die Frage, was sagen Sie zur Innovation? Die erste Frage. Ja, danke schön. Herr Vogel. Also das mit dem Leistungsprinzip sehe ich nicht ganz so. Weil Sie glauben gar nicht, wenn Förderprojekte ausgeschrieben werden, sei es jetzt durch das Bundesforschungsministerium oder auch durch andere Einrichtungen, was da für ein Run los ist von den verschiedenen Forschungseinrichtungen, von den verschiedenen Standorten, dieses Forschungsprojekt ganz oder teilweise in das eigene Institut zu ziehen. Das ist enorm. Sollte man nicht vernachlässigen. Und es ist auch
Ich muss auch sagen, ist auch vielleicht auch manchmal überzogen, mit welch harten Bandagen da gearbeitet werden muss. Also ich finde schon, an der Strecke sollte eher das System ein Stück weit auch überprüft werden. Das zum einen. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dass die Antragstellung für bestimmte Forschungsprojekte auch sehr, sehr kompliziert ist. Und das nicht nur für ganz komplexe Forschungsvorhaben, die jetzt, was weiß ich, sich mit Grundlagenforschung und Kernspaltung und allem Möglichen beschäftigen, sondern auch ganz simple Dinge leider, wenn es um wirtschaftsnahe Förderung geht. Ich weiß es von Innovent, von Jena, die ja diese ZIM-Förderprogramme in Anspruch nehmen, dass das für die verdammt kompliziert ist. Die haben nur den Vorteil, die haben sich da über Jahre reingefuchst. Jemand, der jetzt als Seiteneinsteiger dazukommt, hat es sehr, sehr schwierig und braucht bestimmt Unterstützung. Vielleicht auch Herrn Dr. Bankwitz, wenn das vielleicht mit seinem Konzept klappt, was er hier verwirklichen will. Herr Vogel, also da gebe ich Ihnen recht und da muss es auch Verbesserungen geben. Und im Übrigen, so wie es Innovent in Jena gibt und dort wirtschaftsnahe Forschung macht und das Studenten anbietet und fertig Leute, die ihren Abschluss haben, im Startup dort zu arbeiten, sowas müssen wir zu uns auch kriegen. Herr Tempel, bitte. Ja, ich würde auch gern ganz. Ich würde die Zwiegespräche dann hinten dranhängen wollen. Ja? Herr Tempel, bitte. Ich möchte genau darauf eingehen. Man muss ja erstmal erkennen, dass wir keine Universalgenies sind. Also keiner. Mancher tut so und sagt dann, die anderen schwätzen nur. Aber tatsächlich gibt es auch im Bundestag keinerlei Universalgenies. Ich bin zum Beispiel in meiner Fraktion erster Ansprechpartner für die Sicherheitsforschung. Trotzdem kommt man natürlich viel in Unternehmen rum und das Thema Startup-Forschung hört man halt immer wieder. Das ist Demokratie, ist eben keine Einbahnstraße. Auch die Region, also wenn zum Beispiel Anforderungen kommen, sagt uns was zu den Fördermitteln, hat man eine Hausaufgabe und dann macht man die gut oder schlecht. Startups ist eine Hausaufgabe, die man, egal wo man hinkommt in Deutschland, tatsächlich hört, dass das eine Reserve ist in der Forschung, wo man was machen kann. Und deswegen setzen wir eben nicht so sehr auf das Leistungsprinzip, sondern dass wir da sagen, da wo die Wirtschaft noch nicht die Kraft hat, das entsprechend zu finanzieren, da entsprechend die Möglichkeiten zu geben. Da, wo es funktioniert, ist das ja schön. Und ein sehr wichtiger Part auch, das wissen wir auch in der Gesellschaft, dass das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Forschung sehr gut funktioniert, aber noch nicht überall und schon gar nicht da, wo etwas erst neu entsteht. Und da wollen wir gezielter Forschungsmittel, Fördermittel auch da ansetzen, dass man so etwas, wenn wir erkennen in der Bundesrepublik, dazu haben wir ein Bildungsministerium, dass wir sagen, da haben wir Reserven, da sind Zukunftsfragen zu klären, aber die Wirtschaft ist noch nicht in dem Moment so weit oder bereit, das auch zu tragen, dass wir da ganz gezielt etwas einsetzen, nicht nach dem Gießkannenprinzip, aber auch nicht nach dem Leistungsprinzip, denn das heißt ja, dass immer das Geld dahin geht, wo bereits viel Forschung ist, wo bereits viel Forschung funktioniert, dann kriegen wir hier in unserer Region nichts Neues aufgebaut. Dankeschön. Ja. Herr Brandner, bitte. Ja, Herr Böhme. Ihr Name war Böhme, ne? Nee, ich wollte kurz auf Ihre Frage antworten, dann können Sie ja gleich nochmal... Ich kann es mir jetzt am Anfang einfach machen, wenn Sie auf Überregulierung und Drangsalierung durch die EU hinweisen. Man kann der AfD viel vorwerfen, aber nicht, dass sie dafür verantwortlich ist. Also die Verantwortlichen für Überregulierung und Bürokratismus stehen rechts, von mir links, von Ihnen aus gesehen. Aber die nächsten Horrorgemälde sind ja an der Wand. Wir haben in Thüringen Überregulierung, Vergaberecht. Schauen Sie sich das mal an, da blickt kein Mensch mehr durch. Wir haben das Klimagesetz taucht am Horizont auf. Da will also Rot-Rot-Grün ein Klimagesetz in Thüringen machen. Was meinen Sie, was da passiert mit Überregulierung und weiterem Bürokratismus? Und der Hammer, das passt zum heutigen Abend, Rot-Rot-Grün hat den Entwurf eines Hochschulgesetzes vorgelegt. Wenn Sie das lesen, da ist dann mit Innovation und Exzellenzforderung ist das nicht mehr weit her. Da werden Gremien über Gremien geschaffen, Laberrunden. Das wird noch mehr Köche werden in diesem Hochschulbereich rumrühren. Das Niveau der Thüringer Hochschullandschaft wird dadurch massiv sinken. Also wir haben ganz große Probleme. Wir als AfD zeigen die Probleme auf. Und wenn wir was zu sagen hätten, wird auch ganz groß entschlackt, was diese Bürokratismus angeht. Okay, jetzt der Herr hier vorne. Jetzt, nein. Ich bitte um Entschuldigung. Wir wollen hier möglichst viele Bürger, die hier sind, zu Wort kommen lassen. Natürlich auch unsere Bundestagskandidaten. Deshalb zunächst... Erst Frau Grosch, wenn sie möchte, dann Herr Leps und dann bitte der Herr hier vorn und keine Dialoge. Dialoge bitte hinterher. Dankeschön. Ich möchte es eigentlich nur ganz kurz ergänzen, weil
in der heutigen Zeit Überregulierung, Vorschriften, Gesetze, das ist extrem schwer. Hat irgendjemand von Ihnen mal versucht oder in der Familie jemand, der ein Start-up gründen wollte in den letzten 2 Jahren? Es ist einfach kompliziert. Wir als FDP fordern zum Beispiel für Existenzgründer, für Start-ups ein bürokratiefreies Jahr. Und um einfach viele Dinge viel, viel leichter zu machen. Man muss auch mal probieren können, auf die Nase fallen können, um dann vielleicht die nächste Idee zu verwirklichen. Ja? Herr Lips. Herr Böhme, in den letzten 15 Jahren, glaube ich, hatten wir in Deutschland auch 2 Silicon Valleys. Das eine war tatsächlich das Silicon Valley, das ist ja auch nicht um Dresden rum, da ging es um die Halbleiterproduktion. Das andere war die ganze Solarbranche, die wir in Deutschland hatten, die in den letzten Jahren dann auch wieder zurückgegangen sind. Das letzte Drama hatten wir gerade heute. Das zeigt auch die Bedeutung von gezielter Förderung durch die Bundesebene, durch den Staat und natürlich auch durch die Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen, damit sich hier auch solche Firmen ansiedeln können. Und der zweite Punkt, Existenzgründungen kann man zum Beispiel fördern, indem man Gründungszentren hat, die in der Regel von den kommunalen Institutionen bereitgestellt werden. Das ist auch eine Art von gezielter Förderung. Und zum anderen kann man den jungen Firmen auch schlicht und ergreifend Gründungszuschüsse gewähren, sagen wir mal 25.000 Euro und dann rückzahlbar, wenn es läuft. Wäre auch eine Möglichkeit. Okay, Frau Kaiser, dann der Herr von. Ja, nur eine kurze Anmerkung nochmal an Herrn Sie, Herr Brandner. Die AfD problematisiert wirklich viel, das stimmt. Nur die Lösungen, die finde ich immer sehr einfach. Das nur kurz am Rande und das andere. Funktionierende Konzepte, aber egal, was ich sagen wollte. Ich habe ja auch in der Unternehmensberatung gearbeitet und wir haben uns den Kopf darüber zerbrochen, wie wir Startups helfen können, auf die Beine zu kommen und das langfristig. Weil wir wissen, nach einem Jahr scheitern die meistens, mindestens, wenn es nicht sogar eher oder anderthalb Jahre, aber viele scheitern einfach, weil sie es nicht schaffen, durch eigene Kraft das Ganze aufrecht zu erhalten. Ich habe auch im Bekanntenkreis jemanden, der arbeitet Tag und Nacht und es geht nicht vorwärts. Und deswegen ist es auch in unserem Regierungsprogramm, das können Sie auch nachlesen, ein wichtiger Punkt, dass man die Start-ups entlastet und auch guckt, dass man die gezielt fördert und unterstützt, bei dem, dass sie auf die Beine kommen. Dankeschön. Jetzt der Herr vorne. Ich habe es Ihnen versprochen, dann Frau Hoffmann und wenn dann keiner ist, dann nochmal Herr Böhme. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Professor Lechner, bin aus Gera-Liebschwitz und ich habe das Vergnügen, erst seit ein paar Monaten hier zu wohnen und die Forschungslandschaft Ostthüringen und Gera Osterland oder wie immer man das nennen will, kennenzulernen. Habe mich traditionell, so wie ich das halt mache, intensiv über das Internet, über die bisherigen Aktivitäten informiert und habe festgestellt, dass die letzten 25 Jahre im Wesentlichen, ich will jetzt nicht sagen ausschließlich, aber doch zu großem Teil davon geprägt waren, dass die verschiedenen Akteure eher gegeneinander als miteinander gearbeitet haben. Das hat mich dazu bewogen, mit einigen sehr interessierten und aktiven Gruppen hier in der Region zusammenzutun, zum Beispiel der neu gegründeten Dualen Hochschule, ganz groß auch mit dem Astronomischen Zentrum, und hier Aktivitäten zu entstalten. Und Herr Bankwitz hat es vorhin schon angedeutet, ich muss dazu sagen, Herr Bankwitz ist der Kanzler der von uns gegründeten Hochschule. Ich bin als Gründungspräsident ernannt worden und habe zusätzlich dazu ein Managementzentrum für die Förderung letztendlich der Forschungslandschaft Ostthüringen-Osterland zu gründen. Das ist passiert. Wer die Zeitung gelesen hat, wird das mitbekommen haben. Mein Eindruck ist, dass einfach viel zu viel geredet und zu wenig getan wird. Man redet. Ja, man redet, das ist auch tun, aber es ist nicht das, was ich mir vorstelle. Wenn Sie meine Visitenkarte hätten, können Sie nachher gerne haben, steht drauf auf der Rückseite, wenn du willst, dass etwas geschieht, dann tu es. Okay. Und rede nicht darüber. Und das wäre meine Bitte an alle Kandidaten, die hier zur Wahl stehen und vielleicht in Zukunft etwas bewegen können, nämlich nicht nur in Ausschüssen zu sitzen, sondern dafür zu sorgen, dass hier reale Projekte realisiert werden,
in der Region, mit deren Hilfe Industrie und Forschung in der Region gefördert werden können. Okay, schönen Dank. Ja? Das wäre das ist das Statement. Gibt es noch eine Frage zum Statement? Ist nicht der Fall. Die Abgeordnetenkandidaten nicken alle. Da ist nichts dagegen einzuwenden. Deshalb würde ich darum bitten, dass man das Mikro an Frau Hoffmann weitergibt. Ja, guten Tag. Ich bin Stadtratsmitglied hier in Gera. Insofern habe ich mitbekommen, dass Gera sehr viel davon profitiert hat, dass Rot-Rot-Grün und nicht die AfD tatsächlich viele Fördermittel auch hierher geleitet hat, unter anderem... 0 Euro. Ach, seien Sie mal still, Herr Brandner, Sie wissen das, Sie wissen nicht, wovon ich rede. So, halten Sie jetzt mal bitte den Mund, ich bin jetzt dran. Ja, das lebt davon, dass also gerade Gera, haushaltssichernde Kommune, hat tatsächlich nicht die Möglichkeit, die 10% auf die wunderschönen Fördertöpfe, die überall hier auch angeboten werden, vom Bund, vom Land, das tatsächlich auszugleichen. Rot-Rot-Grün hat es tatsächlich geschafft, auch mal die eine oder andere Fördermaßnahme für Gera mit in die Hand zu nehmen, also den eigenen Anteil zur Verfügung zu stellen als zusätzliche Fördermittel. Was vor allen Dingen wichtig ist für die Schulen, weil bevor wir in die Hochschulen kommen, auch in die duale Hochschule, brauchen wir erstmal Kinder, die einen Schulabschluss bringen. Das ist also äußerst wichtig und uns ist es immer wichtig gewesen, dass möglichst alle Schulen auf einem guten Stand sind. Da sind wir noch ganz, ganz weit entfernt. Ostschule ist genannt. So, meine Frage, setzen Sie sich auch im Bundestag dafür ein, dass es auch Bundesfördertöpfe gibt, die gerade für klamme Kommunen ganz klar und deutlich den Eigenmittelanteil tatsächlich auch mitfinanzieren. Okay, oder also das ist jetzt die Frage, wo Herr Tempel ja schon was gesagt hat, nämlich die bedingungslose Grundsicherung für Forschung, nenne ich es mal. Was sagen denn die anderen dazu? Also klamme Kommune hat die 10% nicht und will trotzdem Forschung betreiben. Wie geht das? Fragezeichen. Auch, ja, natürlich, Frau Hoffmann, auch dies. Also ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, dass wir eine Grundforderung für Hochschulen einführen wollen. Es gibt ja, dass wir nicht mal nur von dem Hochschulpakt zu Hochschulpakt sprechen, sondern wirklich eine langfristige Finanzierung haben. Das haben wir ja vor. Ja, also parteiintern ausdiskutiert, jetzt zwischen der Stadträtin und der Kandidatin. Die anderen, Herr Leps? Na klar, Frau Hoffmann. Wissen Sie ja auch, bin ja insofern auch Teil von Rot-Rot-Grün, wir stehen da im Lande dazu und das muss auch im Bund getan werden. Und es gibt bei vielen Programmen Ausnahmeregelungen und Kofinanzierungen möglich, in der Regel vom Land. Und das trifft ja nicht nur im Osten einige Städte, sondern auch, also im Osten Deutschlands einige Städte, auch in der alten Bundesrepublik gibt es ja viele Städte, die sich die Eigenanteile auch nicht mehr leisten können. Und wenn man die Förderung nur den reichen Städten gibt, die sie sowieso leisten können, dann ist das ja mehr oder weniger sinnlos. Also insofern, wir brauchen natürlich ein Investitionsprogramm für Kindergärten angefangen, bis zu Hochschulen, auch für Erwachsenenbildung im Übrigen. Und das muss natürlich so gestrickt sein, dass auch Gera davon profitieren kann, sprich mit ohne Eigenanteilen. Klar, okay. Keine Frage. Herr Brandner? Ja, bei Fördertöpfen, Förderprogrammen und so ein Zeug, da stellen sich mir meine Nackenhaare so ein bisschen auf. Also es gibt gefühlt Hunderttausende von Fördertöpfen und Förderprogrammen, wo kein Mensch mehr durchblickt. Also das muss entschlackt werden und wir müssen die Kommunen so stark machen, dass sie nicht nach Fördertöpfen und Förderprogrammen gucken, sondern dass sie selber in der Lage sind, die Sachen vor Ort umzusetzen, die umgesetzt werden müssen. Und das muss der Ansatz sein, nicht noch irgendwelche neuen Fördertöpfe aufzumachen, die das Ganze noch viel mehr komplizieren. Ich würde jetzt noch, Herr Tempel, also, ja, und spricht, dann noch zwei Fragen es, aus dem Es Publikum. Spricht doch niemand, also Demokratie heißt halt auch, dass man sich gegenseitig zuhört und dass man vor allen Dingen auch gemeinsam versucht, tatsächlich entsprechend etwas zum Besseren zu verändern. Wir haben also nicht von neuen Fördertöpfen gesprochen, sondern dadurch, dass auch der Bundestag mit in der Verantwortung ist, die Bundespolitik, und da ist auch, glaube ich, ein großer Konsens. Deswegen waren das vorhin auch eben keine Analysen, um mal bei der Ehrlichkeit zu bleiben, wo es nur Rot-Rot-Grün-Thüringen, wir sind übrigens gerade auch im Bundestagswahlkampf, sondern das waren auch beinhaltet mit Fördermöglichkeiten des Bundes, die da auch mit drin sind. Und da haben wir auch klar festgestellt, dass wir sagen, wir müssen die Zugänge verändern, also die Prioritäten,
Das deckt sich dann durchaus mit dem Vorschlag gerade Klammkommunen. Also auch da, wo die Wirtschaft nicht so in der Lage ist, dass die Anschubfinanzierung auch einer Forschung zu leisten, dass man das entsprechend machen muss. Das hat auch nichts mit Entschlacken zu tun. Selbstverständlich ist immer die Aufgabe, und das hört man auch überall, dass man manchmal den Eindruck hat, es gibt zwar die Fördertöpfe, aber man möchte nicht, dass sie geleert werden. Man muss sich sehr, sehr bemühen, um tatsächlich zu erfahren, wo welche Fördermöglichkeiten sind. Das ist eine klare Hausaufgabe, die haben alle, dass man das entsprechend verbessern muss. Das ist übrigens nicht nur im Forschungsbereich so, selbst im sozialen Bereich. Wenn Sie irgendwo sozial klamm sind, dann haben Sie ganz schön zu rennen, um überhaupt zu erfahren, welche Rechte haben Sie, was können Sie beantragen. Das gilt für die Wirtschaft, das gehört für die Unternehmensbegründer und es gehört für den sozial schwachen Menschen. Da haben wir insgesamt in Deutschland eine Aufgabe, parteiübergreifend. Dankeschön, Herr Tempel. Ich würde jetzt noch zwei Fragen zulassen. Mein Lieblingsfragesteller, Herr Böhme, hat sich schon wieder gemeldet, jedenfalls am heutigen Abend. Gibt es andere, die ich vorziehen würde? Herr Heimowski, bitte. Herr Heimowski noch vorlassen und dann sind Sie dann. Und dann ist Herr Böhme wieder dran. Ja, Uwe Heimowski, auch Mitglied im Stadtrat in Gera. Ich hätte zwei Fragen. Das eine, Herr Tempel sagte gerade, es ist auch Wahlkampf. Ich würde mir noch ein klein bisschen Wahlkampf wünschen hier heute Abend. Was macht Ihre Partei jeweils besser, was dann zum Schluss in Gera ankommen wird? Das würde mich noch sehr interessieren, nicht nur bei Ihnen jetzt, sondern wirklich bei allen. Was macht Ihre Partei jeweils besser? Und die zweite Sache ist, zum einen reden wir über Fördertöpfe, politische Voraussetzungen. Aber was wir natürlich auch brauchen, sind Studenten. Und wie würden Sie dann in Berlin von Gera sprechen, damit die Kollegen sagen, also meine Studenten in meinem Wahlkreis, bei mir zu Hause, die schicke ich nach Gera, weil es in Gera so super ist. Dankeschön. Runde 1, was macht Ihre Partei besser? Wir fangen an bei Herrn Brandner. Ja, ja, schön, dass ich anfangen darf. Ja. Also Mut zur Wahrheit und Mut zur Klarheit. Ich bin hier nicht vermessen, um zu sagen, wir machen das und das und das jetzt besser. Wir sind kurz vor dem erstmaligen Einzug in den, Bundestag. Und Sie haben jetzt von den ganzen Fördertöpfen, Förderprogrammen und Fördermöglichkeiten gehört. Da werde ich mich kundig machen und wenn da Möglichkeiten bestehen, das für Gera, Klammer auf, natürlich auch für andere Städte in Thüringen, Klammer zu, denn es geht um eine Bundestagswahl und keine Kommunalwahl, da werde ich mich natürlich darum bemühen, für Thüringen das Beste rauszuholen. Dankeschön. Klar. So, Frau Grosch. Zweite Frage. Achso. Ja, erstmal erste Frage. Erste Frage, kann man besser vergleichen. Ja? Ist schon spät am Abend. Frau Grosch, was macht Ihre Partei besser? Zum Thema jetzt auf die Dame, es passt ja gerade dazu, weil Sie auch aus der Stadt sind. Wir würden das Ganze zum Beispiel entbürokratisieren und klamme Kommunen gibt es überall. Und die Kinder dürfen nicht drunter leiden, die Bildung darf nicht drunter leiden, dass es klamme Kommunen gibt. Deswegen haben wir zum Beispiel eine Lösung geschaffen und wollen Bildungsgutscheine einführen. Diese Bildungsgutscheine geben den Schulen, den Universitäten, den Hochschulen Planungssicherheit. Je nachdem, wie viele Studenten sind, ein Grundgehalt sozusagen, um besser planen zu können. Okay, schönen Dank. Herr Vogel. Also die Frage war ja, Was macht Ihre Partei besser für Gera? Ja. Und das ist ganz klar, wir müssen nah bei den Menschen sein. Ständig vor Ort, ständig miteinander im Gespräch sein und tatsächlich die konkreten Vorhaben, die es halt hier in Gera gibt, auch dann mit den Mitteln, die der Bund zur Verfügung stellt, umsetzen. Ich habe Beispiele genannt, Rodeneum, Ostschule, Wismut und viele andere auch. Dankeschön, Frau Kaiser. Also ich glaube, es kommt darauf an, dass wir vor allen Dingen Netzwerke bilden. Ich alleine werde im Bundestag nicht für Gera dieses große Marketingkonzept schmeißen können, damit alle hierher kommen. Es geht darum, dass man Allianzen findet, zum einen mit der Landespolitik. Ich meine, Wolfgang Tiefensee war recht oft in letzter Zeit hier. Es gab ein Realförderungsgespräch. Wir haben mit den Kulturschaffenden gesprochen, mit Gastgewerbe, es geht auch weiter, dass wir die an den Tisch bringen. Und gerade für Gera ist es wichtig, dass wir endlich ein Konzept haben, wo diese Stadt überhaupt hin will. Und dann können wir die vielen Bereiche, die wir haben, darunter fassen. Aber das kann ich nicht alleine, das braucht man mit einem Dialog mit den hier Gerschen, mit den eigenen Schaffenden hier, mit der Politik und mit der Wirtschaft. Nur zusammen und da diesen Dialog anzustoßen und diese Netzwerke zu bilden und das voranzutreiben, und dann noch in Kooperation zu gehen mit den Kollegen, auch parteiübergreifend, um das, was man hier erarbeitet hat, auch nach außen zu bringen. Das muss unser Ziel sein. Dankeschön. Bündnis 90 Grünen, was machen die besser? Also zunächst mal sorgen wir für vernünftige Verkehrsanbindungen, und zwar auch im Takt. Das ist vielleicht ganz nützlich. Wir werden Fürsprecher sein und damit auch für einen guten Ruf der Stadt sorgen. Wir sind Multiplikatoren. Beispiel Förderprogramme, dass es überhaupt in Gera und in Ostthüringen ankommt, was es so gibt. Spannend finde ich eine Art Cluster, um die grüne Technik zu bilden, Wasser, Abwasser, wir hatten das ja für Marquesa vorneweg, zum Beispiel wäre eine Option. Und ansonsten die Kommunen natürlich finanziell entlasten, denn wenn Gera wieder mehr Geld hat, dann haben die auch Zeit und Geld dafür, zum Beispiel ein Konzept Gera 2025 zu entwickeln. Dankeschön, Herr Tempel. Gut, also es gibt ja Gemeinsamkeiten, es wurde aber nach den Unterschieden gefragt.
Unterschied der Linken, die wir anbieten können, ist zum Beispiel, ich habe es gesagt, das soziale Umfeld gehört einfach zu einem Hochschulstandort dazu. Es wurde gesagt, Studenten gucken eben drauf, was ist dort, was bietet es mich außer dem Lernen. Dazu muss aber Geld im Umlauf sein. Wir haben das Mindestlohnkonzept, wir haben verschiedene andere Konzepte, das BAföG-Konzept. Das unterscheidet sich in dem Programm zu anderen. Und wir sagen, das hilft, dass eben auch Gastronomie, Dienstleistung, Service, Handwerk tatsächlich auch wieder Geld verdienen kann. Damit erhöht sich die Attraktivität der Region. Und das ist unser Angebot, was sich dann doch von den anderen ein Stück weit entscheidet, ja, neben den gemeinsamen. Dankeschön. Herr Hamowski wollte, ja, Herr Hamowski wollte die Veranstaltung aufpeppen. Jetzt zum Schluss zu. Deshalb die Frage 2 und die Antworten bitte. Da ging es um die Studenten. Wie kommt ihr her? Wie geht es denn hier und so weiter? Herr Brandner hat das Wort. Ja gut, ich hätte mir jetzt ein bisschen Zeit, was zu überlegen, Gott sei Dank. Und jetzt kann ich alles sagen und dann fällt den anderen nichts mehr ein. Also wenn ich gefragt werde, was ist für Gera das Entscheidende? Wir haben wunderbare Sportangebote. Schauen Sie sich die Sportstätten an. Wir haben wunderbare Möglichkeiten, also der Student, den tut sich ja dann vielleicht. Wir haben wunderbare Möglichkeiten im Bugapark, im Hofwiesenpark da was zu machen. Wir haben... Dazu komme ich jetzt. Kultur. Wir haben ein Mehrspartentheater. Das ist natürlich nicht, was den Studenten so interessiert, sondern der interessiert sich mehr für die Kneipenkultur, zum Beispiel auch die alte Brauerei. Und da wird ja immer gesagt, in Gera wäre nicht viel los, aber einen Veranstalter habe ich vorhin hier im Raum gesehen. Gera ist hart umkämpft, freitags und Samstagabend. Und Samstagmorgens und Sonntagmorgens, das geht so ein bisschen an mir vorbei. Aber da ist richtig was los in den Clubs der Stadt. Da gibt es ja mindestens ein halbes Dutzend, wo richtig Bambule ist und, der Bär steppt, sag ich mal. Wir haben wunderbare Wohnsituationen, würde ich ihm sagen. Also davon kannst du nur träumen, wenn du in Berlin bist, zieh mal nach Gera. Du zahlst ja die Hälfte für deine Wohnung. Wir haben wunderbare Verkehrsanbindungen, sieht man mal ein bisschen von der Bahnanbindung ab, aber die Anbindung mit dem Auto, hervorragend. Man ist schnell in Berlin, man ist schnell in München, man ist schnell in Dresden, man ist schnell in Chemnitz, man ist schnell in Leipzig, wenn man mal weg möchte aus der Stadt. Das funktioniert wunderbar und schließlich ist die Situation auch für Studenten, die etwas im fortgeschrittenen Alter schon sind, die Kinderversorgungssituation ist ein Traum. Die Kinderversorgungssituation ist wirklich bundesweit gesehen nahezu optimal. Sie haben Kindertagesstätten, Kindergärten zu erschwinglichen Preisen in Gera, eine wunderbare Ausstattung dieser Kindertagesstätten und Kindergärten. Also eigentlich ist die Frage schon blöd. Man muss einfach nur hinfahren nach Gera und dann bleibt man wahrscheinlich da. Frau Grosch. Danke, das ist meine Frage. Frau Grosch. Ja, die Frage ist, was zieht die Studenten nach Gera? Also ich denke mal, erstmal ein absoluter Ruf der Hochschule. Das ist der Punkt 1, gute Lehrer. Da hat die Frau Kaiser schon mal was dazu gesagt. Für mich steht hier die Frage, was hält die Studenten später in Gera? Ja, das sind die Rahmenbedingungen. Herr Brandner hat schon einige angesprochen. Das ist bezahlbarer Wohnraum, das sind Kindergärten, ist der Verkehr, das Kulturleben, das Studentenleben, wenn das Alkoholverbot vielleicht wieder aufgehoben wird. Nein, okay. Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Was zieht die Studenten nach Erfurt und was hält sie dabei? Dass man nach Gera. Nach Gera. Heute sind wir in Gera. Gera, ja, habe ich auch gesagt. Die sagten Erfurt, deshalb. Sorry. Okay. Was hält die Studenten in Gera später, wenn sie fertig sind im Studium? Können sie hier eine Familie gründen? Sind die Voraussetzungen gegeben? Okay. Ich glaube, das Herr Vogel, gibt es Ergänzungen? Ja, also ich muss nicht ergänzen, was meine beiden Kollegen oder angehenden Kollegen bereits gesagt haben. Aber was mir nochmal wichtig ist, all das, was hier geschehen ist, kommt ja auch nicht von ungefähr. Also zum einen die verkehrliche Anbindung mit der Mitte-Deutschland-Verbindung, das werden wir hinkriegen. Ich unterstütze auch die Oberbürgermeisterin sehr, wenn es darum geht, auch die Verbindung hier von Gera nach Leipzig zu ertüchtigen, insbesondere schneller zu machen. Gerade der Abschnitt von Zeitz nach Leipzig ist mit relativ wenig Aufwand schneller zu machen, sodass man dort auch eine bessere Vertaktung hinkriegt. Das wird die nächste Aufgabe sein, der wir uns stellen müssen. Was die Frage der Wohnung anbetrifft, sind wir hier in Gera, und das habe ich über die ganzen Jahre auch im Deutschen Bundestag verfolgt und teilweise auch Gespräche hier mit den Verantwortlichen geführt. Es gab ja vielleicht der eine oder andere Insider weiß es, die sogenannte Galgenberg-Runde, wo sich die Wohnungsunternehmen auch regelmäßig getroffen haben. Und das war gut so. Das war gut so in den Zeiten, wo gerade Stadtumbau, Stadtentwicklung eine wichtige Rolle gespielt hat. Hier haben die Wohnungsunternehmen viel geleistet und können jetzt ein Stück weit davon schöpfen oder davon profitieren, indem man preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Und wenn es gelingt, dass sich die Verkehrssituation und die Anbindung innerhalb von Thüringens noch weiter verbessert, dass die Vertaktung auch stündlich ist und man wirklich nur eine Stunde bis nach Erfurt braucht. Das ist ja das Ziel auch der Veranstaltung.
um ein besseres Hin und Her zu gewährleisten. Dann ist das klappt eigentlich auch schon, nicht? Dann ist das ein guter Ausgangspunkt insgesamt hier für unsere Region. Und lassen Sie mich auch das wiederholen, wir müssen auch deutlich machen und auch den anderen sagen, wir gucken ja auch in Gera über den Tellerrand und beziehen durchaus auch die gesamte Region mit ein, weil die hat viel zu bieten. Wenn man auch die Gewerbegebiete nimmt, die jetzt nicht nur direkt in Gera liegen, sondern vielleicht im Umland, da im Landkreis Greiz oder Altenburg. Das spielt für jemanden, der eine Arbeit sucht, sich vielleicht eine gute Wohnung hier in Gera sucht und dann oben in Lübbig-Hauberwalde vielleicht seiner Arbeit nachgeht, überhaupt keine Rolle. So sollten wir denken und denke, das sind wir für alle Fälle auf einem guten Weg. Frau Kaiser. Also ich denke, wir sind uns alle einig darin, dass Gera einiges zu bieten hat. Ich spreche mit vielen Leuten, auch mit Zugezogenen in letzter Zeit, die mir sagen, ich weiß gar nicht, auch hinsichtlich des Spiegelartikels, ich weiß gar nicht, was alle haben, mir gefällt es in Gera, ich habe eine gute Kinderbetreuung etc. pp., was alles schon genannt wurde. Das Problem ist doch aber, dass das schon da ist und trotzdem stürmen uns, also rennen uns die Studenten jetzt nicht gerade die Türen ein. Woran liegt denn das? Und da komme ich wieder darauf hin zu sagen, es muss bekannt gemacht werden. Herr Lepps hat es ja auch geschildert, wonach seine Tochter den Studienstandort ausgewählt hat. Und hat sie irgendwie nicht nach Gera getrieben. Also muss es doch in der Kommunikation, in der Vermarktung des Ganzen liegen. Und zum anderen müssen wir auch überlegen, wir stehen im hohen Wettbewerb mit zahlreichen anderen Städten in der Bundesrepublik, mit Hochschulstädten. Wieso entscheidet sich ein Student ausgerechnet jetzt für uns als Standort? Also glaube ich schon, dass wir nach einer Außenwirkung noch einiges nachzuholen können, das können nachzuholen haben. Und das können wir nur mit einem ordentlichen Konzept. Und daran müssen wir arbeiten. Und da müssen viele mitmachen, da braucht es viele Ideen und auch eben wieder dieses besagte Netzwerk. Und es braucht auch noch weitere Dinge, die wir vorantreiben müssen. Und da sage ich auch Infrastruktur, weil nicht jeder Student hat ein Auto. Also da braucht man auf jeden Fall günstige Verkehrswege, man muss schnell von A nach B kommen, schnell in die Heimatstadt, dass man auch mal am Wochenende vielleicht mal nach Hause fahren kann, aber dann auch schon wieder am Studienstandort ist. Also das sind viele Faktoren und die müssen gut kommuniziert werden. Schönen Dank, Herr Lepps. Also Gera war top im ÖPNV und selbst nach dem Neustart mit der GVB hat sich das nicht geändert. Das ist immer noch ein Top-ÖPNV. Die Straßenbahnen funktionieren, die Busse fahren regelmäßig und sie kommen auch an. Das ist schon mal sehr gut. Was ich verbesserungswürdig finde, wenn ich also durch Gera gehe oder fahre, Kleinkunst und Kneipen, da ist noch Luft nach oben. Radwege ist ein durchaus schwieriges Thema in manchen Ecken der Stadt. Carsharing, es gibt ein einziges Auto, was man in Gera sich teilen kann. Das ist deutlich zu wenig für eine Stadt in der Größe. Jobangebote, und zwar für die Studis, während sie studieren und auch danach, damit sie auch hier bleiben, wenn sie eine Familie gegründet haben. Und das alles Entscheidende, und da bin ich wieder bei meiner These ganz von Anfang, wir müssen gemeinsam am Ruf dieser Stadt arbeiten. Das lockt die Menschen an, das lockt die jungen Menschen an, sorgt auch dafür, dass sie hier bleiben wollen, wenn sie hören, Gera, nicht sondern da müssen wir hin. Ja, Herr Tempel. Ja, ich habe lange Zeit in Gera gearbeitet, bei der Polizei hier, kenne auch die kulturellen Möglichkeiten von Gera ganz gut. Mein Favorit zum Beispiel ist Kabarett, aber man macht es sich einfach zu einfach, wenn man dann einfach so ein bisschen sich einschmeichelt und sagt, Gera ist so schön, wer immer hier war, der bleibt. Weil dann erkennt man die Problemlagen nicht. Dann löst man auch keine Probleme, wenn man sie nicht erkennt, sondern man muss gucken, es ist ja nun mal so, dass noch Absolventen fehlen, dass man eben noch nicht so der Magnet ist, den man gerne darstellen möchte, um die Studenten, um die jungen Menschen hierher zu bekommen und auch hier zu halten. Das heißt, man muss die Baustellen suchen und auch die Vorteile suchen, mit denen man werben kann. Also Baustellen wurden jetzt einige benannt, aber Vorteile sind zum Beispiel auch Vereinbarkeit von Studium und Familie, spielt durchaus immer mehr eine Rolle. Auch danach fragen wir, also einfach mal mit den Studenten unterhalten und dann ist halt bei uns im Osten, sage ich jetzt mal ganz platt, tatsächlich eine andere Tradition bei der Betreuung von Kindern, beim Angebot von Kindertageseinrichtungen. Da gibt es auch noch Reserven, aber selbstverständlich sind wir da von der Entwicklung her einfach ein Stück weit anders aufgestellt, als man das jetzt in München, in Ingolstadt oder in Frankfurt am Main ist oder auch in Kiel. Da haben wir Vorteile, mit denen können wir werben. Ich habe vorhin gesagt, die Wohnsituation, das ist tatsächlich ein Vorteil. Und wenn man in den Studentennetzwerken unterwegs ist, dann ist das auch anerkannt. Also in Gera kann man durchaus vernünftig wohnen, auch als Student, und kriegt Wohnraum. Er ist auch da, in anderen Städten gar nicht so weit weg. In Leipzig ist das ein Riesenproblem für Studenten. In Berlin, es wird ja daran
ja gearbeitet, auch im Bereich der Kreativwissenschaft entsprechend etwas hier aufzubauen. Das gibt es auch in Berlin, aber da ist es ein Riesenproblem, als Student vernünftig leben zu können. Also ohne 2, 3 Nebenjobs geht es da gar nicht. Mit solchen Sachen kann man natürlich werben, weil die anderen Sachen, die wir vorhin gesagt haben, Kulturleben, Gastronomie und sowas, das entwickelt sich natürlich mit den Menschen, die dann da sind. Also erkennen, worin kann man werben, was hat man denn schon da zum Anbieten, da gibt es einiges, aber man darf bei Weitem nicht sagen, es ist schon alles toll. Dankeschön. Letzte Frage geht an Herrn Böhme. Also ich fasse mich ganz kurz. Zwei Vorschläge konkrete, wo Sie sagen können, ja oder nein. Auch Innovation, weil Innovation ist der Schlüssel. Sonst haben Sie keine Gastronomie, kein Theater, alles, was Sie wollen. Sie brauchen Wertschöpfung, ja? Sonst ist alles sinnlos. Eine Erfahrung. Ich habe 10 Jahre lang für Firmen aus Amerika, für das Massachusetts Institute of Technology gearbeitet, also an Start-up-Firmen. Firmen, die Professoren gegründet haben, mit Venture Capital, also mit Risikokapital. Ja? Die Risikokapitalgeber finanzieren 5 Firmen, davon gehen 4 pleite. Und eine macht den Hype. Und das ist die Innovation, die dort passiert. Da werden nicht mit der Gießkanne Fördermittel ausgeschüttet. Da wird nicht ewig rumlamentiert und rumdiskutiert. Keep it simple and stupid. Und es gibt nichts gegen einen einfachen, also halte es einfach und mach es idiotensicher. Aber den Weg, nicht das Produkt. Ja? Und okay. Das war Hinweis 1. Das war Vorschlag. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass es in Deutschland, ähnlich wie in Amerika, Risikokapital gibt, das ohne große Bürokratie Start-up-Firmen unterstützt? Zweite Frage. Sie sagen Wismut, Technologie, Transfer, Vorschlag. Bei den Windrädern brauchen Sie seltene Erden. Sie brauchen mehrere 100 Kilogramm Neodym für die Permanentmagneten, das in China gefördert wird. Da fallen Unmengen radioaktives Uran und Thorium an. Ja, weiß hier nur keiner. Da können Sie wunderbar die deutsche Technologie nach China exportieren, wo wir dann die angebliche saubere Windkraft haben, womit ich mit Ihnen auch gerne nochmal über Energiesicherheit, aber danach separat diskutieren wollte. Dankeschön. Zu den 2 Fragen gibt es Wortmeldung. Herr Brandner? Ja, Risikokapital, ganz klar, ja, die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Aber wogegen ich mich wehren würde, wäre, dass Steuergeld als Risikokapital verwandt wird. Das muss aus privaten Händen kommen und der Staat muss sich da raushalten. Also wer ein Risiko eingehen will, der soll das tun. Und 2, ich sag mal, Ausartungen dieses Subventionswesens in Deutschland wurden ja vorhin genannt. Solar Valley auf der einen Seite und auf der anderen Seite Silicon Valley bei Dresden. Das waren hochsubventionierte Bereiche, die hinterher marktwirtschaftlich nicht funktioniert haben. Gucken Sie sich die Photovoltaikindustrie an. Es funktioniert in Deutschland nicht, weil jeder nach dem Staat ruft, der Staat kommt mit Geld und dann mache ich irgendwas, Hauptsache das Geld kommt rein. Egal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Der Staat muss sich zurückziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit seinem Geld zurückziehen aus der Forderung, aus der Förderung. Er muss die Rahmenbedingungen schaffen und dazu gehört ganz klar, make it wie simple and stupid. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, dafür steht die AfD. Aber in dem konkreten Fall haben Sie recht. Wenn ich anfangen möchte, was zu machen, wie ich schon sagte, 3-mal heute, schaffe nicht Schwätze, einfach loslegen können. Das muss der Staat gewährleisten. Okay, Frau Grosch, dann Herr Vogel. Erst Frau Grosch. Herr Vogel, bitteschön. Zu dem Thema, da bin ich komplett bei Ihnen. Also es muss viel mehr möglich sein, sozusagen Forschung oder Studenten zu fördern, auch durch die Industrie. Ja? Die hat ja auch was davon. Und wenn die da Geld reinschießen, also keine Steuergelder sozusagen, sondern privates Kapital oder Firmenkapital, bin ich komplett bei Ihnen, unterstütze ich. Zum Zweiten, was war die zweite Frage? Windenergie. Ja, da kenne ich mich leider nicht aus, da kann ich nicht okay, viel dazu sagen. Okay, dann Herr Vogel, bitte. Also was Risikokapital angeht, bin ich ganz bei Ihnen. Ist ja im Grunde genommen auch möglich. Aber wir müssen natürlich auch ein Klima schaffen in Deutschland, dass man Risikokapital einsetzen kann und dass man nicht schon, sobald man in Deutschland investieren will, vielleicht zur Kasse gebeten wird und steuerlich erstmal in den Mangel genommen wird. Da müssen wir auch aufpassen. Also diese Kultur jetzt auch mit Kapital, was man erwirtschaftet hat, wieder ins Risiko zu gehen und entweder selbst oder jemand anders etwas auszuprobieren, das ist nicht sehr ausgeprägt in Deutschland. Daran müssen wir arbeiten, aber möglich ist es und ich bin auch sehr dafür. Wobei ich natürlich auch sage, es ist nicht das Allheilmittel. Es ist auch wichtig, dass aus den Firmen heraus selber innovativ geforscht wird. Also wir wollen zum Beispiel dort tatsächlich auch die steuerliche Erleichterung jetzt für Forschungsausgaben, aber
gucke ich mal in die Runde und sehe auch die Unternehmen, die hier sind. Hier bei uns im Osten ist das eher schwierig. Die meisten Unternehmen haben noch damit zu knabbeln, abzuschreiben die Investitionen, die sie vor 10 oder 15 Jahren getätigt haben. Deswegen soll die Projektförderung, die es bisher schon gab, auch parallel weiter möglich sein. Also das zu dem Punkt. Punkt 2, an dem Thema bin ich dran und das ist nicht nur China, das ist vor allen Dingen auch der zentralasiatische Raum, wo es enorme Altlasten gibt, wo auch Sanierungsbedarf ist, wo man auch zu uns schaut, wo auch schon Leute, also der Botschafter aus China und der Botschafter aus der Mongolei, hier bei uns waren, sich das angeschaut haben, wo es Bedarf gibt, dem sie auch nachkommen wollen. In dem Sinne können wir da gerne im Gespräch bleiben. Schönen Dank. Ich darf mich, Frau Kaiser, ich wollte schon zumachen jetzt, bitteschön. Denn wir sind an der Zeitgrenze dann auch angekommen. Ja, also ich wollte nur sagen, also es ist natürlich möglich, jetzt schon, dass die Wirtschaft auch was investiert, auch in die Forschung sich beteiligt, um eben in ihrem Sinne auch Forschung zu unterstützen. Aber ich glaube, es braucht immer bestimmte Rahmenbedingungen, das sollte nicht Überhand übernehmen. Weil ich habe gelernt, auch in der Unternehmensberatung, dass kreative Ideen aus Zusammenbringen von verschiedenen Zweigen, von verschiedenen Denkansätzen kommt, auch aus ganz verschiedenen Forschungsrichtungen. Und wenn jetzt nur die Wirtschaft verantwortlich ist, dafür, was studiert, was geforscht wird, dann haben wir irgendwo eine Schieflage und dann fällt vieles hinten weg. Und das, denke ich, sollten wir immer noch einen gewissen Ausgleich bewahren. Herr Lepps, wir wollen ganz langsam zum Ende kommen, aber Sie sollen nicht unterdrückt werden hier. Ich will das auch gar nicht langsam machen, ich bemühe mich, schnell zu sein. Risikokapital, Venture Capital ist ja zunächst mal privates Kapital. Das hat mit dem Staat nicht so wahnsinnig viel zu tun, dass man darauf steuerliche Erleichterungen geben kann und sollte, definitiv ja. Ich bin eher Anhänger von eher sozusagen einer deutschen Lösung und das ist ja das Genossenschaftswesen. Gerade ja auch hoch geehrt, insofern Genossenschaften. Ich bin selber Mitglied in mittlerweile 4 Genossenschaften, die dann eben entsprechendes Risikokapital bereitstellen. Und das ist eine Möglichkeit, eben Kapital für bestimmte Sachen bereitzustellen. Die Schwierigkeit an dem Risikokapital ist ja, wenn dann der Staat anfängt, das Risiko zu erhöhen. Da bin ich wieder beim Beispiel Solarbranche, erst hoch gefördert, dann schwer fallen gelassen, das hat 10.000 Arbeitsplätze gekostet. So geht es natürlich nicht. Also da muss man sich auch als Staat klar machen, wenn wir schon das Risiko, da ist ja auch eine Menge privates Kapital verloren gegangen, einseitig erhöhen, was haben wir dafür Folgen? Schönen Dank. Herr Tempel? Na, nur so viel. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt im Bundestag keine Universalgenies. Und deswegen sind das Fragen, die für mich erstmal interessant klingen. Aber wenn man über Geld redet, dann muss man auch immer gucken, dass da auch von allen Seiten der Medaille geguckt wird. Deswegen würde ich hierzu keine Antwort geben. Ebenso die anderen Themen, Reaktorsicherheit, bei Volkmar Vogel spielt es eine Rolle. Ich gehe dann zum Beispiel in meiner Fraktion zu Ralf Lenker, der hier vielleicht auch noch bekannt ist, der genau neben dem Ausschuss sitzt. Und darauf muss man immer achten, wenn man solche schwierigen Fragen bekommt, dann soll man nie aus der Hüfte raus antworten. Deswegen mache ich das jetzt hier auch nicht. Sondern ich kann nur zusagen, dass ich sehr genau weiß, mit welcher Frage ich in meiner Fraktion zu welchem Kollegen gehe und dass das Fragen sind, einfach, die man immer sehr genau betrachten muss, wenn man sie gut lösen will. Schönen Dank. Ich habe einen Traum und einen Wunsch. Der Traum besteht darin, Sie kommen alle in den Bundestag. Der Wunsch besteht darin, dass wir uns hier wiedersehen, in einem Jahr. Und dann mal schauen, bei denen der Traum in Erfüllung gegangen ist, was die für Ostthüringen, für Gera getan haben. Schönen Dank und bis dahin auf Wiedersehen.